So, dann gehen wir jetzt durchs Tor hier. Smaragdhain. Ich weiß halt jetzt, durch diesen kleinen Vorfall gerade, weiß ich halt jetzt, dass wenn wir mal hier oben den ausrauben, dass wir dann halt ins Gefängnis kommen. Das mache ich dann jetzt einfach mal trotzdem, oder? Aber bevor wir das machen, hier ist ja gerade was passiert. Das gucken wir uns dann nochmal an. Wir können da auch mal stehen bleiben. Vielleicht sagen die noch was. Glad you made it inside. Doubt we'll be safe here for long, though. There'll be more coming. Goblins hunting packs. Okay. Ihr könnt von dieser Position eine Horde Goblins abwehren. Warum versucht ihr euer Glück nicht auf der Straße? Okay, ein bisschen disrespektvoll, aber na gut. Ihr habt vor einem Handvoll Goblins Angst, wie erbärmlich. Maybe, nee, but das we're erste. Not fighters. If they broke through, it'd be a massacre. The sooner we leave for Baldur's Gate, the better. So ein Zufall, da wollen wir ja auch hin. Wie weit ist die Stadt denn weg? Ach du Scheiße. But while the goblins are out there, it might as well be the other side of the world. Okay, aber sie. Ah doch, hier, die beiden trauern um ihren Gefallenen. Not now. Ja. Please. Okay. Gut. Ja, dann ich raub den einfach mal nicht aus. Aus den Fehlern lernt man oder so. Auch wenn ich einfach in die Zukunft geblickt haben müsste, um das zu wissen, aber naja. Da ist ja eh nur jemand umgebracht worden dann. Also, ich habe den ausgeraubt, bin mit einem Charakter, also die ich gesteuert habe, bin ich ins Gefängnis gekommen und dann war da ein Goblin. Den habe ich nicht beschützt vom Tod, so. Gut, ich hätte mich vielleicht noch ein bisschen schneller nach voran bewegen sollen, weil jetzt bin ich ziemlich weit weg. Schieß den Gegner in den Schenkel, um seine Bewegungsrate möglicherweise um 50% zu verringern. Das klingt sehr, sehr gut. Oder zusätzlichen Schaden. Nee, erstmal Bewegung runter. Aber geh mal. Kannst du hier oben rauf? Ja, du kannst hier oben rauf. Dann geh du mal nach da oben rauf. Und ich hab doch hier irgendwo. Ja, genau. Warte, so sind man ran jetzt. Okay, na gut. Dann haben wir jetzt hier diesen Schenkelschuss. Mach mal, 60%. Lahmgelegt. Okay. Ist lahmgelegt. Lahmgelegt. So. Bewegungsrate um 50% verringert. Zwei Züge verbleiben. Okay. Kann weder Aktion dafür noch reagieren. Sehr, sehr schön. Dann ist es actually sehr passend. So. Dann habe ich sie erstmal bewahrt vor dem Bösen. Und dann gehen doch tatsächlich hier alle mal nach vorne. Where do I go from here? Light on my feet. With ease. Und zeigen dem. Das ist actually nicht okay, ist, was der da macht. Okay, fehlgeschlagen. Schade. Ihr habt aber alle so ein Ding, ne? Ja. Komm. Dreimal 50%, einmal hittet es doch mindestens. So, und du. Du kannst actually Säure machen, oder? Ah, nee. Gerade so nicht dran. Oh doch, jetzt wäre dran. Nein, okay, ich war dran. Schade. Na gut. Aus Fehlern lernt man, oder was habe ich gerade noch gesagt? Okay, furchtsam gelungen. Ja, dann actually lauf da mal ran und zerstört den. Klaffende Wunde hat er. Ich kann mit ihm nicht mehr wegrennen, weil sonst würde er mich angreifen, ja? Okay. Okay, er hat die wieder ein Gift getränkt.
Wie viel macht denn diese... Oh nein, ich wollte nicht schießen. Ja, schade. Was ist denn das? Untersuchen. Klaffende Wunde. Angriff gegen diese Kreaturen bewegen zusätzlich 2 Stichschaden. Okay, wird dich heilen entfernen. Gut, dann... Ja, du kannst jetzt eh nichts mehr machen. Wie viel hat er denn noch? 11. 2 bis 9 für Fernkampf oder 0 bis 7? Dann greif du mal mit einem Umwerfen an. Weil wenn er eh schon geschwächt ist, dann kannst du ihn vielleicht auch umwerfen. Nö, okay, schade. Kannst du nicht. Aber wir haben... er ist aber sehr low. Okay, er geht mal nach hier oben. Nein! Oh mein Gott, er war zu nah! Okay, okay, okay. Ja, dann töten wir ihn jetzt. Ja, sehr schön. Okay, und ihr helft mal direkt ihn hier hoch. Gut, den können wir jetzt aber ausrauben. Beziehungsweise, naja, ausrauben nicht, aber... Bezogen mit einfachem Gift 8 Züge, 7 Züge. Ja, okay, es läuft ja die ganze Zeit weiter, ja. Okay. Ja, dann nehmen wir das mal. Ausrüstung noch nicht. Und dann reden wir jetzt nochmal mit ihr. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Ich weiß nicht, von was für einer Münze sie da redet. Münze, Herrin, was meint ihr? Ich war im Avernus, aber ich bin kein Teufelsdiener. Der Gott... Ach, ist Avernus diese Dungeon da gewesen? Ich weiß es nicht. Oder es war Avernus das Schiff da? Weil das waren ja eigentlich diese Gedankenschinder und keine Teufelsdiener, oder? Ich weiß ja nicht. Grottenschrat. Was? Grottenschrat? Okay. Hätte euch den Schädel eingeschlagen und so dankt ihr es mir? Okay, das ist so sassy sein, oder? Täuschen. Habt mich ertappt, gebt mir die Münze, dann bin ich weg. Situationsabhängig. Vorteil. Okay, höchster Wurf. Ich habe 2 D20 und ich kriege ein plus 5. Das klingt zu gut, um es nicht zu machen. Bin ich ehrlich. Weil ich ihr geholfen habe, kann ich wahrscheinlich das zweimal machen. Ich würde halt gerne Münze, Herrin, was meint ihr, fragen, weil ich halt actually keinen Plan habe. Aber weil ich schon bei dem anderen da unten beim Dungeon schon gefragt hatte. Also da wollte ich ja auch eigentlich noch die andere Option auswählen. Aber nachdem ich die erste ausgewählt habe, war der absolut mad. Deswegen gehe ich jetzt hier mal direkt auf Täuschen. Und ich habe Vorteil. Vorteil. Vorteile bedeuten, dass du mit 2 Würfen... würfelst und das höhere Ergebnis nimmst, bevor die Modifikation hinzufügst. Okay, ich brauche eine 5 und ich kriege alleine plus 5 durch meine Vorteile an sich hier. Und dann habe ich nochmal den Vorteil, dass ich 2 Würfel würfeln kann. Okay, also wenn ich das nicht hinkriege, das wäre nur eine Natural 1 bei beiden Würfeln gewesen. Und dass das passiert, ist jetzt schon sehr gering dann. Das ist eine 1 von 20 Chance bei beiden. Ist einverstanden, stand da? Ich glaube, ist einverstanden. Okay, also war das gut, was wir gemacht haben. Ah, und wir können jetzt noch mal fragen. Aber ja, gut, wir haben die ja jetzt schon abgenommen. Also jetzt noch mal zu fragen, ist eigentlich dumm, ne? You almost seem honest. Care to explain why you reek of the hells? Ihr würdet mir ja sowieso nicht glauben. Considering what I've seen, you'd be surprised. But if you're not here for the coin, I'd rather enjoy the quiet. There's not much of it anywhere else. Mhm. Okay, dann gehe ich weg. Aber ich würde Gegenstand erhalten, Seelenmünze. Okay, was ist das? Oder wo ist das?
Wäre vielleicht auch eine gute Frage. Nee, da nicht. Wer hat die denn jetzt? Ah, hier. Diese Münze könnt infernalische Maschinen antreiben. Okay, diese Münze scheint seltsam und unverständlich zu flüstern. Sie füllt deinen Geist mit Zorn und Verzweiflung. 100 Wert Bonusaktion. Okay. Ich wollte hier eigentlich. Das war mein Grundplan, hier einfach mal durchzugucken. Ein Drache. Aber sehr verschwommen. Okay. Wahrnehmung. Auf ein Objekt in der Ferne schielen und versuchen, mehr zu erkennen. Oder Wahrnehmung. Das Teleskop fokussieren, um einen klaren Blick auf das Objekt zu kriegen. Ja, natürlich, hä? Warum würde ich so rumschielen? Kann mir das jemand erklären? Also... 10. Achso, das Schielen würde wahrscheinlich ein weniger Schwierigkeitsgrad haben. Okay, gucken wir mal. Eine 9 plus 1. Okay, wir haben es gerade so geschafft. Gerade so. Ganz knapp. Gut. Können wir das bewegen? Nein. Also wir haben... I see a dragon circling like a bird of prey. Ja. Hunting. Ganz kurz den... Drachen gesehen. Wir können nach links oder nach rechts bewegen. Okay, mich würde interessieren, was passiert, wenn wir es nach rechts bewegen, aber nach links ist er weggeflogen. Also. Okay, dann bewegen wir es mal nach rechts. The telescope points to the right. Oh. Okay. Na gut. Dann gehen wir mal. Wir haben aber gesehen, dass da ein... Kann man hier lang? Wenn ich jetzt sage, so geht man hier lang. Ja, dann machen die das. Okay. Okay, man sieht auch hier, dass man hier lang gehen kann. Wieso würfeln die hier alle gerade? Na gut. Das ist ein Eichhörnchen. Kann ich mit ihm reden? Oh. Okay, wäre ich jetzt so ein Tierflüsterer, dann... The squirrel lunges at your foot and bites it. Aua. Okay. Das Eichhörnchen treten oder das Verhalten der Kreatur studieren? Natürlich studieren. Warum willst du das einfach wegtreten? Also, okay, ich kann verstehen, dass du mad bist, wenn... Also, meine erste Reaktion wäre natürlich, dass er es wegtritt, aber er hat es ja auch schon weggetreten. Also, jetzt nochmal drauftreten, das ist ja einfach nur asozial. 10. Erfolg. You follow the squirrel's gaze to a pair of clumsy, ugly feet. Your own, on her territory. Looking around, her territory extends from one end of the grove to another. Hm. Okay. Mit dem Tier umgehen. Es ist, es mit einem Zungenschnalzen tadeln. Okay. Oder verschwinde jetzt. Kann ich das tadeln? Was könnte denn passieren, wenn ich sage, also es, ich will es ja nicht einschüchtern, oder? Also wenn ich da so stehen würde.
Ich finde eigentlich, wenn ich coole Tiere so, auch wenn mich das beißt, dann denke ich halt so, Digga, what? Ich glaube, ich würde einfach weggehen. Tatsächlich. Also ich würde es halt noch länger beobachten oder so. Aber... Gut. Hier geht's runter oder nicht? Ich weiß es nicht. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Wieso kann ich jetzt zum Beispiel nicht runter gucken? Okay, hier ist ein so Wolf und Hirsch. Und da steht jemand. Kann ich mit... Ah, okay, die führen hier gerade irgendein Ritual durch, die Druiden. Und da ist ein Bär. Oder ein Typfett. Will der Bär die angreifen? Ich weiß halt nicht, was gelb jetzt bedeutet. Okay, das sah gerade sehr, sehr komisch aus mit der Perspektive. Könnte man denn hier noch irgendwie anders rein? Kann man mit dem reden? Okay, die gehen irgendwo außen rum, ne? Also kann man da nicht runter. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too. Unbelievable! Okay. Wo ein Goblin ist, sind auch 10. Ich verschwinde, bevor die Horde anrückt. Ein Kampf vorbei und ihr zettelt den nächsten an. Entspannt euch. Oder Druiden. Diese Goblins machen keine Gefangenen. Ihr dürft jederzeit meine Bezahlung rausrücken. Also es stimmt ja eigentlich mit den Goblins, ne? Und die haben ja alle sehr Angst vor den Goblins. Also sprechen wir das mal an. We should scrum while we can. Right. Lead the goblins here, then leave the rest of us to fight them off, you coward! Nein, hä? What's it gonna take to shut you up, Orcs? Ihr müsst ja nicht hier bleiben. The human's eye twitches. He's about to blow. Okay. Seine Augen zu, er rasselt gleich aus. Das ist nicht gut. Okay, Nahkampfangriff. Den Tiefling eine verpassen oder Nahkampf zum Schlag gegen den Menschen ausholen. Einschüchtern. Schluss jetzt, beruhigt euch, wenn ihr nicht wollt, dass ich mich einmische oder überzeugen. Gewalt bringt die Toten nicht zurück. Hört auf und denkt nach. Ja, überzeugen. Safe, safe, überzeugen. Eine 1. Ach du Scheiße. Oh, Jungs. Arrogant prick had it out for me from day one. No one leaves my people out cold. Ja, okay, ich kann ja verstehen, dass er mad ist, aber das ist halt auch nicht der richtige Weg, den er da jetzt einschlägt, ne? Ihr habt ihn ganz schön eingeheizt und lässt sich nicht leugnen, er wollte das Tor öffnen. Also habt ihr ihn umgehauen, nicht schlecht ihn reden lassen. Nein, da gehen wir dazwischen. Too late. He was right, though. Coming back to this hellhole was a mistake no amount of gold can put right. I'd rather face another round of goblins than stay in this pit. Ja, okay, dann geht halt auch raus. Also er hat ja wirklich versucht, das Tor zu öffnen, aber dann wurde halt sein Freund erschossen. So, also dann auch kein Wunder mehr, dass dann das Tor wieder zufällt, weil er halt dadurch erschrocken ist. Okay, die Leiche wurde auch weggebracht. Okay. Was gibt's hier? Also ich bin aber auch die Definition von, yo, lass mal diesen anderen Weg abchecken. Also. Gut, dann gucken wir mal.
Hallo. Aridin's back with his tail between his legs. I'm glad for your help, but I'd hoped you were Halsin. Okay, wer ist Halsin? Ich bin ganz schlecht mit Namen. Haben wir den schon mal getroffen oder so? Ich weiß es nicht. Tut mir leid, wenn ich euch enttäusche. Ich suche einen Heiler. Überspringen wir das hiesige Drama? Okay. Klingt so, als wärt ihr Adrien schon mal begegnet. Ja, tut mir leid, wenn ich euch enttäuschen muss. Halsin ist wichtig, aber du bist der erste Bit of good faith, we've had, since he left. Keep your wits about you. Things are tense with the Druids here. Ich mag ihre Rüstung. Die sieht cool aus. Grab. Oh, hier wird er begraben. Dann habt ihr ja noch nicht viele Tote hier, ne? Hier lies Cannon. He gave his life defending others. He will be missed. Kurze Frage. Ich speichere mal. Freshly turned soil shifts beneath your feet as you approach the grave. Ich wollte das nämlich jetzt nicht direkt ausgraben. Ich wollte den Kopf neigen, um den Respekt zu zollen, Vorsicht umsehen und dann mit dem Graben gehen. Nee, ich wollte meinen Respekt zollen. Warte mal, was? Ist denn da nicht gerade eine Lebensanzeige oder war das Gale? Okay. Ich glaube nicht, dass wir uns hier Sachen nehmen dürfen, ne? Okay. Also es fühlt sich für sie an, als ob sie beobachtet wird. Okay, hier sind irgendwelche so bunt bemalten Stöcke. Oh, warte mal. Können wir den aufheben, den Typen? Bewusstlos. Höllenreiter-Exil. Sevlor. Er wacht genau dann auf, wenn wir ihn ansprechen, okay. Was? A cheap shot. I should have expected that. Alles in Ordnung? I'll survive a sore jaw. Particularly if it's rid the Grove of Aridin. Whatever your business, I'd see to it quickly. The Druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Warum sollten sie euch verjagen, ja? Diese Goblins gab es noch mehr solche Angriffe. Ich bleibe nicht lange, ich muss nur einen Heiler finden. Okay, ja, warum wollen wir euch verjagen? There have been several attacks by different monsters. The Druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. Aha. No fighters. Okay. Das ändert halt was, ne? Wenn die halt hier nicht weg können. Was führt euch denn hierher? We're refugees from Elturel. We took shelter here after gnolls attacked us on the road. We were bound for Baldur's Gate. Okay. And it was too late to turn back. Elturel had no place for tieflings after the descent. The descent. An infernal conspiracy that had seen the entire city of Elturel briefly dragged to the hells. Okay. Die komplette Stadt. Elturel. Okay, crazy. Wenn eure Leute das überlebt haben, überleben sie alles? Sind Tieflinge überhaupt irgendwo willkommen? Vielleicht hättet ihr in der Hölle bleiben sollen. Ich frage mal, ob die irgendwo gekommen sind. We can only hope the citizens of Baldur's Gate are more open-minded. But we can't get there with those beasts blocking our path. Ja, das stimmt. Okay.
Ich brauche einen Heiler. Dublin got you. The Druid Halcyn's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's okay. Not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. Okay. Okay, was ist denn das für ein Ritual? I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. Okay. Mal sehen, was ich da tun kann. We're messengers now. We owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Also, ich muss ja sagen, warte mal, Lager und Rastmenü. Zum Lager. Lager, allgemeines Tutorial. In deinem Lager kannst du eine lange Rast einlegen und deine Gruppe vollständig heilen. Außerdem kannst du Gruppenmitglieder verwalten, die Beziehungen mit deinen Gefährten weiterentwickeln, später deine Charaktere ändern und weitere Anhänger rekrutieren. Okay. Ich muss halt sagen, wir haben ja sie hier, ne? Ich würde sie gerne mal ausprobieren. Also auch wenn sie mir jetzt nicht sehr sympathisch rüberkam und auch Lager verlassen. Verlasse das Lager, wenn du bereit bist, das Abenteuer vorzubereiten. Ja, okay. Auch wenn sie jetzt so Probleme hatte mit Bücher. Wo chillt sie denn hier? Genau. Mit Schattenherz. Also Schattenherz habe ich sehr ins Herz geschlossen. Was macht sie da? Vor allem, ist das Ding spitzer und größer geworden? Was ist das für ein komisches kleines Artefakt, das ihr da habt? There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Okay. Wir sollten uns ein wenig besser kennenlernen. Wir sollten jetzt getrennte Wege gehen. Oder was haltet ihr von allem, was uns bisher widerfahren ist? We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? Ihr macht euch sicher Gedanken über unsere blinde Passagiere. Was habt ihr vor, wenn wir die Larve tatsächlich losgeworden sind? Wie bewahre ich mich eurer Meinung nach? Was? Bitte was? Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Ach so, okay. Ja, was ist denn mit den blinden Passagieren? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halcyn is our best bet. I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. Okay, sie will zu Halcyn. Wie bewähre ich mich? You're not the kind of company I'd keep willingly, but all things considered, you'll do. And sehr nett. I haven't forgotten that you saved my life aboard the Nautiloid. Ja. Perhaps I'll be able to return the favor at some point. Okay. Wir sollen jetzt getrennte Wege ein bisschen kennenlernen. Weggehen. Ja, nee, doch kennenlernen. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Also ich würde schon gerne wissen, mit wem ich hier reise eigentlich. Aber na gut. Ihr wollt nicht über euch reden. Wir müssen uns aufeinander verlassen. Das ist einfacher, wenn wir aneinander kennen. Ich will doch nur ein Gespräch führen. Oder ich werde nicht insistieren, wenn es euch nicht recht ist. Ja, wir müssen uns aufeinander verlassen. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already.
Ja, okay. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Okay. Ihr lenkt ab, verheimlicht ihr mir etwas? Ich werde nicht in... Mann, das ist doch aber auch ein komisches Wort. Okay, ja, nee, dann, Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Okay. Gut, also die hat was... was sie versteckt. Beziehungsweise was sie halt jetzt gerade wieder rausgeholt hat. Aber irgendwas... führt sie doch schon im Schilde. Reisetruhe. Okay, was ist da drin? Drachling-General-Färbemittel. Kann ich in die Reisekiste Sachen reintun? Die dann da bleiben? Eigentlich schon, oder? Also würde mir danach... also es würde Sinn ergeben. Gut, dann haben wir hier... noch Astralion. Sprechen wir auch mal mit. Ich würde mal einmal mit allen sprechen. Um zu gucken, ob ich sie. Also sie will ich behalten. Sie ist ja cool. Und dass er so Vampir ist, klingt auch sehr interessant. Seht mir von euch. Oder ich glaube, es ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Ich bin ein Magistrat back in the city. It's all rather tedious. Okay. Na gut, dann. Wenn zu sagen hast, gehen wir rüber zu Lysel. Be wary of false promises. The missing druid, Halsin, was it? He may be talented, but only a Githyanki Zathis can cleanse an embedded tadpole. Okay, aber ein Versuch wäre es wert. Also, seid ihr sicher, dass eine Krippe der einzige Weg zur Heilung ist? Eure Züge sind ungewöhnlich. Githyanki sind hier nicht gerade häufig. Ihr wisst, ja, hä? Also, wir sind hier. Also, du bist auch nicht. Also, verstehst du? Du bist auch einfach nur abgeschwitzt, wie sie. Wisst ihr viel über Gedankenschinder? Kommt doch in meine Gruppe. Okay, ich frag sie mal, ob die Krippe der einzige Weg ist. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zathisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir Library. The library was a gift from Vlakith herself, that we may gain total understanding. Okay. Die Art und Weise ist sehr kostbar. Bücher sind so fehlbar wie die... die sie schreiben, vollkommenes Verstehen, so ein Unfug. Also Bücher, zumindest bei uns, es gibt auch viele shitty Bücher, aber es gibt auch der größte Teil, da kann man auch viel draus lernen. Also ich würde sagen mal die erste Auswahl nehmen. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers. Exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. Okay, also sie ist... okay, sie wird interessanter. Dann... würde ich... erstmal weggehen und gleich mal gucken, ob ich einen rausschmeiße. Also, der Astralion hat ja jetzt noch nicht viel gesagt. Und, aber Gale könnte ich halt rausschmeißen, weil er halt auch ein Magier ist. Hat ja auch mit Magie zu tun. Aber reden wir erstmal mit Gale. Vielleicht ist er ja was Interessantes. Ihr seid nicht in Magie bewandert, oder? Also, was? Und ob? Oh, I do apologize. I meant to ask, are you studied in magic? Namely, are you a wizard? Which you are not. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. Aha. Okay, also er macht uns so ein bisschen runter dafür, dass wir halt keine richtigen Zauberer sind, weil wir keine Gelehrten sind.
Wir sind nur Magier. Sind wir Magier? Ja, oder? Steht das hier nicht irgendwo? Zauberer. Ach doch, wir sind Zauberer, aber keine Magier. So rum dann. Hier ist auch ein Teleskop. Wo guckst du hin? I spy with my little eye. Nothing of note, really. Okay. Okay, dann. Ich muss sagen, der Magier ist so die beste Figur. Oder was ist der denn? Ist er Magier oder Zauberer? Ready and willing. Er ist Magier. Okay, ich bin Zauberer und er ist Magier. Aber ich muss ehrlich sagen, er ist bis jetzt so die Person, die am meisten weg könnte. Weil ich finde noch trotzdem... Also ich würde gerne über Astralion noch mehr wissen. Nur sein Spielstil ist jetzt nicht vielleicht so gerade das, was ich haben will. Weil er geht ja so auf Schurke und so. Ich bin normalerweise Fan von so Schurken und sowas. Aber... Ja, ich weiß nicht. Bisher konnte ich mich noch nicht so von dem mit dem Spielstil anfreunden. So, wo geht's hier jetzt lang? Gehen wir da mal nochmal lang. Ach so, eigentlich sollte meine Gruppe das machen. Okay, hier geht's anscheinend wohl eh nicht weiter. Gut, dann geh mal wieder dahin. Ich würde mit dir aber sagen, dass du zu ihr hingehst und mal den Magier rausschmeißt. Weil sie will ich definitiv behalten. Sie kann ja auch heilen, also actually super cool. Ich liebe Heiler im Team. Deswegen. Ja, okay. Spannend. Dann will ich zu ihm gehen und sagen eben, yo. Entferne dich. How can I help? Genau. I question the wisdom of that decision, but so be it. Vielleicht reisen wir später wieder zusammen. I'll be here in the meantime. Okay. Idling away the hours. Okay, okay. Und dann können wir sie jetzt mal austesten, wie sie so ist. Sie ist Barbarin oder so, also sehr nahkampfmäßig. Die finde ich sehr cool. It is done. Okay. Oh, Stufenaufstieg für sie. Kämpferstufe 2, Gesundheit von 12 auf 20. Und sie bekommt Tatendrang. Halte sofort eine zusätzliche Aktion, die du in diesem Zug einsetzen kannst. Hä? Aber... Ist eine Aktion einer von diesen Punkten oder ist eine Aktion eine zweite Sache, die man machen kann? Weil dann würde es keinen Sinn ergeben, weil wenn wir das hier einsetzen, ist unsere Aktion ja weg. Und um dann eine zweite Aktion zu bekommen, dann bräuchten wir das ja auch gar nicht einsetzen, oder? Deine primäre Kampfressource. Okay. Also, dann haben wir zwei primäre Kampfressourcen. Also ist das so ein spezielles Ding, das setzen wir ein und dann können wir zweimal nochmal angreifen, okay. Falls sie dann... nein, bitte annehmen. Ach, Mann. Falls sie dann mal jemanden finishen muss, also töten muss oder so. Kann man das mal einsetzen. Sehr... Also das klingt schon mal sehr gut. Und wir können ihr... was war das? I? Nee, Tab war das, Tab war das. Ja, genau, Tab. Wir können ihr diesen Morgenstern geben, richtig? Nee, der wäre sogar schlechter als das Schwert. Ich weiß halt nicht. Ausrüsten zu Warenen an Lager senden. Untersuchen. Nee, also verkaufen können wir es noch nicht. Zum Beispiel Tintenfass. Wofür bräuchte ich sowas? Oder Kerzen?
Okay, Kerzen in der Dunkelheit. Also, würde ich sagen. Mal gucken. Gut, dann, wie war das denn? Lange Rast. Du kannst Lagervorräte verwenden, um Trefferpunkte, Zauberplätze und kurze Rast wiederherzustellen. Wollen wir das schon machen? Also ich meine, wir nur Astrarion ist gerade angeschlagen. Deswegen machen wir das, glaube ich, noch nicht. Okay, Lager verlassen. Okay, nehmen wir einfach mal raus und sagen wir, wir waren es trotzdem nicht. Aaron. Also es ist Aaron irgendwie. Wieso geht er nach hinten? Refugees, adventurers. No one in years and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Okay. Regelt ihr den Hain wirklich ab? Was verkauft ihr? Just some bits and bobs I no longer need. Handel und Tausch. Es gibt zwei Möglichkeiten, Gegenstände zu kaufen und zu verkaufen. Handeln geht schnell und einfach, aber du kannst auch in Tauschgeschäften falschen und bessere Preise bekommen. Da wäre jetzt meine Frage halt, geben die alle einen gleichen Preis für die Objekte? Weil die Objekte haben ja jetzt hier einen Wert, 20. Ist der festgelegt bei allen, oder? Also zumindest mein Inventar ist mal sortiert. Warum 0 bis 9 Schaden, 2 bis 7? Ausgerüstet. Die sind nicht ausgerüstet. Achso, und er auch nicht, aber ausgerüstet von mir ist der Stab da. Aber ich... Okay, das wäre umwerfen, was ich damit machen kann. Aber das Kurzschwert sieht ja besser aus. Finde, also sah jetzt zumindest so für mich aus. So, was haben wir denn hier alles? Hans, dein Angebot wird zurückgesetzt, wenn du deinen Handel die Charaktere wechselst. Wirklich verlassen? Nein, okay. Ach so, aber ich bin ungeübt in der Art der Waffe. Ah, okay. So. Also muss ich eine Waffe finden? Kann ich die hier irgendwie sortieren? Tauschen. Wenn du zwischen Handeln und Kaufen wechselst, werden alle aktuellen Angebote... Ja, okay, mach mal. Was ist denn? Also... Achso, okay. Tauschen ist wirklich, ich gebe ihm Sachen und er gibt mir andere Sachen dafür. Und Handeln ist halt, yo, ich gebe dir Sachen. Und dann kriege ich Geld dafür. So habe ich das jetzt verstanden. Also wir haben ja hier schlichte Robe. War jetzt nicht das, was ich wollte?
Aber na gut. Ich hätte halt gerne. Was Einstellungen von Händlern. Unter dem wachsenden Blick von Händlern solltest du vorsichtig walten lassen. Was? Ihre Einstellung dir gegenüber beeinflusst ihren Preis. Okay. So. Hier gucken wir jetzt erstmal einfach alles durch. Kann man das irgendwie sortieren lassen? Charakterbogen. Boah, wenn nicht, dann kriege ich hier die Krise, wirklich. Oh, bitte, 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 irgendwie, irgendwann mal sortieren lassen. So. Sie hat einen Streitkolben zum Beispiel. Und... Ah, okay, so wähle ich sie aus. Also sie wäre geübt damit. Und der macht mehr Schaden. Dann rüste den doch aus. Und sie hat auch ein Schild dazu. Okay. Seriöses Artefakt. Artefakt aus geschwärztem Eisen mit zahlreichen Oberflächen und eingravierten Runen. Etwas regt sich darin. Warte mal. Alle Sachen, die jetzt mein Kollege da hatte, diese ganzen Bücher, die bleiben jetzt auch in seinem Inventar. Okay. Gleiche Waffe. Dann können die beiden ja schon mal weg, eigentlich. So, wir haben alle für Distanz so eine Armbrust. Ah ne, die beiden nicht. Die haben einen Kurzbogen. Was ist denn... Gut, die sind gleich. Kurzbogen, 18 Meter, zweihändig. Beide haben den einen Typ. Die eine Fähigkeit. Beide machen 4 bis 9 Schaden. Also ein D6 plus 3 dazu. Okay. Und das ist, schätze ich mal, der gleiche, ne? Nee. Das ist tatsächlich nicht der gleiche. Ach doch, es ist der gleiche, nur Astrarion ist geübter damit. Gut, gut, gut. Dann haben wir hier noch Schwerter. Goblin-Säbel zweimal. Wurfspeere auch, okay. Große Knüppel haben wir hier noch. Die kleineren Knüppel. Upsala. Gedanken wahrnehmen. Wenn du mit den Kreaturen redest. Einmalige Verwendung. Ich weiß auch noch nicht, wie das funktioniert mit der... Nicht mit dem einmaligen Verwenden, sondern wie man die dann auch wirklich lernt. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Na gut. Hier haben wir noch ein Schild. Gut, ist das gleiche. Dann ist sie weg. Sie benutzt einen Morgenstern. Astrarion Dolch. Das ist auch ein Dolch, aber das ist der gleiche. Gut, die Wurfmesser. Kann ich eine Fackel, Unterwäsche,
Die haben einen Unterwäscheslot? Okay. Warum das? Na gut. Geschmackvolle Stiefel, Hose. Also die haben... Ach, lül. Okay, du kannst sie alle mit Rüstung anzeigen oder ohne. Und du kannst wahrscheinlich auch mit Schwertern anzeigen und ohne. Oha! Jo, er zeigt sein Sixpack, Mann. Crazy. Okay, das sieht ein bisschen weird aus, das Outfit. Das finde ich aber auch cool hier. Aber das passt halt auch zu ihm. Und Barbaren passt eigentlich auch mehr so. Eine krasse Rüstung. Ah, den finde ich tatsächlich cool. Den lasse ich vielleicht so. Nee, erstmal nicht. Was haben wir denn hier noch so? Mittlere Rüstung. Nee, er hat eine leichte Rüstung. Was hat sie für eine Rüstung? Mittlere Rüstung. Gut. Der wäre besser. Also kann ich ihr das geben. Richtig? Was hat sie eine schwere Rüstung, richtig? Nee, auch eine mittlere Rüstung, aber mit 15. Wow. Die ganzen, diese Sparkle-Effekte, crazy. Und das ist einfach nur Kleidung. Das ist nicht mal eine Rüstung. Kann ich da nicht sagen, yo? Mit leichten Rüstung ungeübt. Mittleren auch ungeübt. Okay. Wenn ich ungeübt bin, will ich das mal nicht machen. Oh, ich habe sogar eine Schaufel. Okay. Wie sieht es hier aus mit dem Schild? Könnte auch so ein an, so mit Spitzen. Dicke Dornen ragen aus diesem unfunktionierenden hölzernen, aus der unfunktionierten hölzernen Tischplatte, okay? Aber die sind ja beide gleich gut. Weil ich schalte ja nichts damit frei. Also ich hätte gesagt, das kann man zum Angreifen nutzen, aber na gut, dann kommt das auch weg. Ist irgendjemand denn geübt mit dieser Art von Waffe? Sie wäre das. 4 bis 9 ist aber weniger. Also ihr Schwert ist halt echt gut. Und das sind die gleichen langen Schwerter hier. Und die anderen können ja eh keine langen Schwerter. Ja doch, er könnte ein langes Schwert tragen. Anstatt sein Doyle. Ich muss sagen, Astrarion wird dadurch viel interessanter. Also ist Astrarion als Dieb oder Schurke oder was auch immer er ist, eigentlich genauso wie der Barbar bis jetzt. So von den Sachen, die ich jetzt gesehen habe. Natürlich haben die noch andere Fähigkeiten und alles, aber... Na gut, aber er könnte die tragen, ist halt aber nur dumm, also. Tun wir die auch mal beide weg. Eine Axt. Macht auch weniger Schaden, aber höheren maximalen Schaden. Da ergibt es auch keinen Sinn. Bei ihr tatsächlich auch nicht und bei mir erst recht nicht, ja. Gut, dann kommt das auch weg. Hier haben wir noch so eine Axt. Mann, könnt ihr im Hintergrund mal aufhören zu reden? Meine Güte. So, was ist mit diesem Kurzschwert hier? Was haben wir denn noch? Also, hiervon würde ich erstmal einen verkaufen und einen noch behalten. Und dann müssen wir mal bei denen hier gucken.
Also, ein Kampfstab. Den haben wir ja schon ausgerüstet. Kann ich zwei ausrüsten? Nee, es ist ein zweihändig. Kampfstab vielseitig. Na gut. Ich hätte halt eigentlich gerne so einen Magiestab gehabt. Irgendwie so. Das wäre cool. Aber ich bin auch mehr... Also, ich habe viele Nahkampfoptionen gerade. Also, auch nicht schlecht. Jetzt wäre halt die Frage, Krummsäbel, ist das was für sie? Ja und nein. Also es wäre schwächer, aber das wäre was für sie. Aber dann, das ist wiederum nicht für ihn, okay. Na gut, wenn wir es nicht benutzen können, kann das weg. Und das Kurzschwert... Okay. Das Kurzschwert ist stärker als der Dolch im Maximalen, aber genauso stark im Minimalen. Und man kann es nur nicht werfen. Aber ich kann noch den... Wie heißt das? Was ist denn das? Den durchbohrenden Schlag machen und ich kriege dazu den Schwung. 1 bis 4 Schaden, 4 bis 7 Schaden. Und das wäre 4 bis 7 Schaden. Zwei Züge. Ja, okay. Dann würde ich doch sagen, dass er den kriegt. Aber auch den anderen hier mal reintut. Achso, davon haben wir eh zwei jetzt. Sehr gut, dann kann auch einer davon weg. Dann tue ich... Hä? Wurfspeer? Auch Wurfspeer. Warum kann man die nicht zusammentun, die Wurfspeere? Okay. Komisch, aber na gut. Ja, und den Rest lassen wir dann jetzt hier erstmal. Wie ist denn das mit den Chemiebeuteln? Reise. Gepäck. Lagervorräte 3. Kann man die essen? Nein. Aber im Lager bringen die irgendetwas. Okay. Interessant. Dann verkaufen wir doch mal die Waffen, die wir haben. Best show some respect. Or some more cunning. Was? Hä? Refugees, adventurers. Okay, was auch immer passiert ist. Suddenly we're overwhelmed. Well met. And ja, is there anything you need? Ja, was verkauft ihr? Ja, so. Ach, die haben auch noch Stufen, also blaue Items und so. Ins Geschoss von Fernkampf abhalten und ihr Schaden um 1d10 plus dein Geschicklichkeitsmodifikator verringern. Okay. Ist das ein Stab? Das ist bei den Kämpfen. Ich glaube, das ist ein Stab. Gel kann die Magie dieses Gegenstands absorbieren und ihn zerstören. Warte, absorbieren heißt, dass er dann das Regen erschaffen freischaltet, oder wie? Aber es ist beides Wucht. Okay, wenn wir jetzt sagen... Ach, jetzt habe ich den falschen Charakter dafür. So. So. Das war richtig so, oder? Oder haben wir den auch doppelt? Ah nee, das haben wir alles doppelt hier. Okay. Das haben wir auch zwei Schilde davon? Weil sie hat den ja an. Okay. Angebot ausgleichen. Und noch 81 dafür bezahlen. Wie teuer ist der denn? 233. Um Regen zu erschaffen? Aber Regen klingt crazy. Schriftröhre Melfs Säurepfeil.
Oh mein Gott. Aber das ist halt auch nur einmalige Verwendung. Also ich müsste halt erst wissen, wie ich den einsetzen kann, sodass ich das freischalte. So extra Pfeile, auch cool, auch cool. Naja, warte mal, wenn ich verkaufe erstmal nur und kaufe nichts. Achso. Ja, schade. So. Und dann kann ich den später kaufen, wenn ich mal hinkommen sollte. So, was ist denn mit euch? Mann, ihr redet die ganze Zeit. I'll not gamble our lives, our futures on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Überzeugen. Jede einzelne Klinge kann den Unterschied machen. Mal gucken. Eieiei, eine 6. Ja, das ist, schade. No. This place is a death trap. Let us leave immediately. Or would immediately? You deny your brother here his chance at fortune in Baldur's Gate? Was, ihr wollt eurem Bruder doch eine Chance auf Reichtümer in Baldur's Tor nicht verweigern? Also schon fies. Er ist halt manipulativ gerade. But it is nevertheless true. We've risked everything to get this far. We can't afford to throw it all away. Fine. Let's sneak away like God's damned cowards. But if something happens to these people, it's on us. I hope you know that. Eben. Wir haben jetzt schon die zweiten aus diesem Dorf rausgejagt. Ich weiß ja nicht. Gleich ist hier auch eh niemand mehr drin, also. Alter, cooler Vogel. Okay, hier trainieren die. Hier leben die. Was ist das für ein Tor? Oh, da ist noch so ein Shop. Gut. Steintür. Verborgenes Gemach. Okay. Sie zieht ihre Waffe. Have you spoken to Corga? Noch nicht. Ich will über etwas anderes reden. Warum hat Halsen die Abenteurer begleitet? Ich suche einen gewissen Zuru. Suche ich irgendjemanden? Nee, warte mal. They'll find it. Yes. Gruppe wechseln. Hier war das, ne? Ping, Karte, Tagebuch, J. Finde Heilmittel. Rufe Heilerin Nettie zur Hilfe. Äh.
Mengt führt tiefer in die Ruinen. Okay, das wäre halt nochmal das von außen gewesen, ne? Da könnte ich in der Theorie hin und dann einfach noch ein Lager da aufschlagen, schätze ich mal. Also das würde ich sehr gerne noch machen, aber erstmal rett die. Vor, dass sie auf der Straße nicht überleben will. Dass wir eingreifen. Okay, gut. Und wo ist das jetzt markiert? Okay, draußen. Okay. Nicht hier. Und da wird es nur noch tiefer hier reingehen. Ach du Scheiße, okay. Sehr überfordert hier gerade. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Den Weg behalten wir uns mal für später. Genauso wie wir uns aus diesem Dungeon dafür später aufbewahrt haben. So. Hier war doch gerade noch ein Shop irgendwo, oder? Wollen wir da nochmal hingucken? Ah, hier ist das Gefängnis, wo ich dann, also hier wäre ich dann drinne. Und die wurde umgebracht. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Soll ich sie mal retten? Weil, also wenn sie tot ist, habe ich ja schon eigentlich gesehen. Ich würde mal gucken wollen, was für andere Konsequenzen das haben kann. Aber dann denke ich mir halt auch, wenn ich sie überleben lasse, könnte sie noch Verstärkung rufen oder so. Sie könnte uns aber auch helfen, falls jemand angreift. Aber sie macht jetzt nicht den Eindruck, als ob sie uns helfen würde gegen andere Goblins da. Also, ich trete mal dazwischen. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna kill him too. You move. Runter mit der Armbrust, sonst schicke ich euch zu eurem Bruder. Nee, das definitiv nicht. Nein, er schießt mich ganz einfach, oder? Fragezeichen. Das wird Kanonen auf. Was? Das wird Kanonen auch nicht rächen. Achso, Cannon auch nicht rächen. Es wird nichts ändern. Das habe ich mir halt auch gedacht. Oder die Gedanken des Tieflings lesen. Eine 10. Mal gucken. Eine 13. Okay. Es wird nichts dran ändern, dass er schon tot ist. Mal gucken. You're right. I wish you weren't. I really do. Damn Bisschen. you. Damn it! But why do you care if a goblin lives or dies? Es ein weiteres Leben ist. Ein bisschen doof, dass wir nicht reden. Also, wir reden ja schon in der Welt, aber wir reden nicht so, dass man das auch als Spieler hört. Aber dann müsste man halt auch jede von den. Na gut, okay, man müsste jede von den Antworten vertonen, aber die haben ja auch sonst alles vertont. Also eigentlich. Also, es wäre nochmal viel mehr Arbeit, aber es wäre halt auch nicht so viel Arbeit, dass die das. Also, sie haben sich ja schon mal so viel Arbeit aufgenommen, ne? Also. Naja. Okay. Weil sie keine Zielscheibe ist, sondern eine Person. Klingt sehr gut. Wenn sie stirbt, nimmt sie all ihr Wissen mit ins Grab. Okay. Daraus jetzt was Positives ziehen aus der Situation. Eine Goblin-Gefangene, ihr entscheidet nicht über ihr Leben. Das stimmt tatsächlich auch. Weil Rache einen auffrisst, ihr würdet den Goblin zwei Siege an einem Tag bescheren.
Okay. Nee, weil ich habe meine Gründe. Ich bin fürs Erste, weil sie keine Zielscheibe ist, sondern eine Person. Your soft heart will be the death of us. Can't say I understand that. Not sure I want to. It's all right, Arca. Let's go. Okay, ich bin sehr auf einer Wellenlänge mit Schattenherz tatsächlich. Weil alles, was ich mache, fuckt jeden ab, außer sie. Oh Mann. Kann man das? What you messing with my cage for? It's too late to make friends, warg me. My tribe's man, coming. They're gonna burn this pretty man könnte place sie befreien, the absolute and hang you by your guts. Okay. Ich habe euch das Leben gerettet, ihr solltet dankbar sein, oder wer ist diese Absolute, die euch so wichtig ist? Eine Gottheit. Nee, das Erste. They'll peel your face off and nail it to a wall. I ain't scared of some god. Stick a dozen arrows in me and priestess guards still patch me up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty Booyog. Bah! A clever goblin's like a trustworthy geek. A figment of the imagination. Tja, ich würde sie gerne kennenlernen. In der Geschichte habt ihr die für ein Kupferstück gekauft. Nein, würde die gerne kennenlernen. Get me out of here and I'll tell you where to find her. Deal? Das ist halt noch eine Quest, die wir dann machen könnten. Aber will ich noch eine Quest? Abgemacht, ich hole euch da raus. Ihr habt mir alles Wesentliche erzählt. Ich finde die Rieserin schon alleine. Keine Chance, ihr werdet in diesem Käfig verrotten. Also das wäre schon asozial, wenn ich sie da jetzt auch raushole, ne? Vor allen Dingen, sie ist ja auch actually sehr aggressive. Ich lass sie da mal drin. Even if you did find my tribe, they'd set the orgs on ya. You need me. Get me out of here, and I'll tell them what a good friend you are. Okay, ja, das stimmt nun aber auch. Bleibe ich mir treu und lass sie da drinne, oder hole ich sie da raus, um einen Gewinn aus dieser Situation zu ziehen? Ich weiß halt nie, also die Leute, die hier leben, werden halt alle mad auf mich sein. Und dafür halt irgendwie gegen die Goblins besser anzugehen. Also da kämpfe ich doch lieber mit den Leuten, die hier leben, gegen die Goblins, oder nicht? Andererseits, ich habe auch schon zwei Teams hier rausgeschickt. Also so viele bleiben hier auch nicht mehr über, aber... Aber wir lassen es ja, also wenn ich gefangen wäre, würde ich natürlich auch alles tun dafür, dass ich da rauskomme. Gut. Dich suchen wir anscheinend. Okay, gut. Dich suchen wir anscheinend. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Ja, sorry, die hat noch keine Manieren. Ja, und ihr tut besser, was sie sagt. Tiefling bedrohlich anstarren. Das kann nur ich machen. Halt. Ich würde sagen, halt. You dare interrupt. Has the tadpole ravaged your senses? Wieso mögen wir die denn alle nicht? Sag mal, habe ich irgendwas verpasst? Oder... Ich sage es nicht nochmal zurück. Jockey. Fine. Es kann doch nicht sein, dass du jeden hier anmachen willst. Meine Güte.
Ihr könnt wieder atmen. Ich lasse nicht zu, dass sie euch etwas tut. Ihr sagt mir, wo ihr die Leute gesehen habt. Ja. On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly. Straight to the other side. And I just ran. The map. Show me. Junge, wieso können sie denn. Wieso. Also, Mann. Sie macht sich sehr unbeliebt, aber mal gucken, wann sie mit uns kämpft. Was würde denn passieren, wenn wir sie jetzt gerade nicht im Team hätten? Dann hätten wir ja diese Aktion gerade gar nicht gesehen, oder? Also dann hätten wir sie einfach nur begrüßt, die Person. Oder? Ich weiß nicht. Okay. Danke für die Hilfe und bitte entschuldigt meine Gefährtin. Hört auf zu jammern. Wir sind fertig mit euch. Also gut, ihr habt, was ihr wollt. Ach so, ja. Gut, Lysel. Nee, danke für die Hilfe. No hard feelings. Okay. The last time a subordinate questioned my judgment, I ate tongue stew that very night. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Ja, das stimmt. Ihr habt euren Punkt gemacht. Wenn ihr damit fertig seid, macht mich anzufunkeln. Was tun wir als nächstes? Nein. Untergeben? Nein, wir sind Partner. Ihr werdet mich mit Respekt behandeln. Kenyak, your tantrum proves you no wiser than a hatchling. The teethling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Ja, aber du kannst doch nicht jeden hier so dumm anmachen. Meine Fresse. Oh, Junge, regt die mich auf. Hehe, habt ihr Tiefling gesagt? Ja, komm. Das hat eh keinen Sinn mit ihr. Leute, wir können reingucken. Nicht erreichbar, okay. Null Schaden. Sarak. Wheel. Ah, Wheel ist doch der crazy Typ, der da von der Seite kam und alle weggemacht hat. Give me a best shot. Not bad. Again. Do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Hallo, kann ich euch kurz sprechen? Der Bursch ist ein hoffnungsloser Fall. Verschwendet eure Zeit. Das ist ein guter Ratschlag. Du solltest ihn beherzigen. Oder hört auf die Worte des Manneskind. Seine Form ist sehr effizient. Boah, das ist cool gesprochen. Kind words in unkind times, my friend. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward. And his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe, hell. Hell's great fires. You were on the ship. Ja, und wir sind beide von Parasiten befallen. Das ist noch jemand, da ist noch jemand entkommen. Den Göttern sei Dank, ich kann jeden Freund gut gebrauchen. Wer war diese Frau in euren Gedanken? Tiefer in seinen Verstand spähen. Nein, hä? Mann, das sind seine Gedanken. Lass die mal in Ruhe, Alter. Privatsphäre.
Wer war diese Frau in den Gedanken? Ich tendiere zu 2 oder 1. Ich könnte mir vorstellen, dass er so, sich so denkt, Digga, also was willst du eigentlich von mir? Was für Freunde? Wir sind keine Freunde, aber ich gehe. Better friends than the ones hitching a ride in our skulls at least. Ja. I'm sure you know the stories. Doomed to shed our skin and become illithid. They say there's no coming back. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet anyway. Ja. Could just be good luck. I'm not so. Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. What? Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Okay. Ich weiß zwar nicht, was ein Advokat ist, aber bestimmt irgendein Helferchen von dem Teufel. Ist es nicht gefährlich, in der Hölle auf Jagd zu gehen? Ihr tummelt euch als mit Teufeln. Vielleicht solltet ihr besser Gesellschaft pflegen. Ein Advokat des Teufels glaubt ihr, dass sie den Blutkrieg nach Faerun bringen wird? Nein, wer ist sie erstmal? Her name is Karlach. An archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Also ich mag ihn auch. Also ist eine interessante Rachegeschichte, aber trotzdem bisher sympathisch. Vor allen Dingen auch, dass er sehr offenherzig ist. Mhm. Wir sollen uns zusammenschließen. Ich helfe euch dabei, diesen Teufling zurück in die Hölle zu treiben. Oder ich suche nach einem Heilmittel für die Infektion. Wir sollten uns zusammenschließen. Viel Glück mit eurem Teufelsproblem. Da habt ihr sicher alle Hände voll zu tun. Also entweder wir gehen auf die Schiene, dass wir ihnen helfen. In der Hölle diesen Teufling zu vertreiben, was ich sehr interessant finde, oder wir gehen auf die Schiele, wir brauchen beide ein Heilmittel, aber ich würde doch tatsächlich sagen. Suggestion, but your party's full up. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Okay. Geh in mein Lager. A splendid plan. Okay. We'll talk more there. Ja, ich bin ehrlich, die Lysel fuckt mich so hart ab. Ich tausche die einfach direkt aus, ohne sie überhaupt ausgetestet zu haben. Mit halt dem anderen. Und wir haben alle ein Level. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shellark. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Naja, aber du bist halt auch. Wartet im Lager auf mich. You believe you can survive without me. Ja. Weil du hier einfach nur jeden abfuckst. As you say, do not keep me waiting. Upsala, was ist denn jetzt passiert? Gut. Hallihallo, Wheel. The Blade of Frontiers at your calling. Gut, komm doch in meine Gruppe. Okay, und wir haben hier weitere Stufenaufstiege. Mal gucken. Er hat ja sowieso noch sein erstes Level, was er schon fertig hat. Er ist ein Hexenmeister. Wir sind einfach Hexenmeister, Magier, Klerikerin und Dieb oder was auch immer er ist. Okay, 7 Lebenspunkte, Klassenmerkmal. Du hältst einen Hexenmeister. Zauberplatz. Okay. Passive Werte, Zauber und wir könnten es jetzt gut. Wir bekommen einen Zauber dazu. Brennende Hände. Also er ist Nahkampf. Richtig?
Segen der dunklen Meister. Machst du eine gegnerische Kreatur 0 Trefferpunkte gewährt dieses Geschenk deine Schutzpatronen dir Charisma Modifier. Was? Charisma Modifier plus Class Level Warlock. Das klingt mehr, als ob ich gerade den Quellcode gelesen habe. Ich weiß ja nicht. Aber wir kriegen temporäre Trefferpunkte. Also das ist wie die Nekromantie-Fähigkeit, schätze ich mal. Also hoffe ich mal, weil ansonsten wüsste ich auch nicht, was das sein soll. Menschliche Miliz. Du hast Übungen mit Waffen bei Speeren, Piken, Hellbarden und Gleben sowie Übungen mit Rüstung bei leichten Rüstungen und Schilden. Okay. Also er passt, glaube ich, auch sehr gut ins Team. Du hast eine weitere Fertigkeit ausgewählt, in der du geübt bist. Deine Tragekapazität ist um ein Viertel erhöht. Sehr schön. Na gut. Sohn bezaubern. Befehlen. Befehle eine Kreatur zu fliehen, näher zu kommen, stehen zu bleiben, auf den Boden zu fallen oder die Waffe wegzuwerfen. Okay. Höllischer Tadel. Reagier auf den nächsten Angriff mit Flammen, die 2 bis 20 Feuerschaden bewirken. 2d10, okay. Warte mal, warum nicht? Okay, ja, nicht 1d20 plus 1, weil dann könnte man ja 21 machen. Ja, okay. Lass deinen Angriff dem Ziel zusätzlich 1 bis 6 nekromantischer Schaden zufügen und das Ziel bei einem Attribut deiner Wahl im Nachteil sein. Erwünschen. Ich muss sagen, all diese Nekromantie-Sachen klingen super interessant für mich. Ich glaube, ich bin so ein Nekromanten-Fanboy einfach. Schutz vor Gut und Böse. Schütze deine Verbündeten gegen die Angriffe von Kreaturen von Aberrationen. Ja, okay, von den ganzen Sachen. Oder Hexenpfeil. Ja, also ich finde entweder höllischer Tadel oder Verwünschen. Das macht natürlich für Anfang mehr Schaden. Ich weiß aber halt noch nichts über ihn. Gut, dann kriegt er jetzt mal höllischen Tadel. Weil ich habe auch schon bei den anderen zwei mal ausgewählt, dass die Nekromanten-Sachen kriegen. Also. Obwohl, ich habe ja... Wen habe ich denn? Gale habe ich ja sowieso da rausgeschmissen gerade. Okay. Scheuerliche Anrufungen. 2 Stück. Okay. Passive Merkmale. Sind das alles passive Merkmale? Ja, okay. Ich könnte. Qualvoller Strahl. Wenn du eine Kreatur mit schauriger Strahl triffst, addiert deine Charisma-Modifikation zum Schaden hinzu und es sei denn, er ist negativ. Du kannst Magierüstung auf dich selbst wirken. Danke für den Follow, Ferrik. Was? Ferrixi? Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber ich hoffe mal. Gut, wo waren wir? Du kannst Magierüstung auf dich selbst wirken, wann du willst, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Okay. Die Magierüstung erhöht deine Rüstungsklasse, wenn du keine Rüstung trägst. Naja, aber er kann ja auch Rüstung tragen. Aber kann Rüstung brechen, oder wie? Tiersprache. Du kannst nach Belieben mit Tieren sprechen, wirke ohne ein Zauber. Ja, okay. Mit Tieren sprechen halt einfach. Du beschwörst den bezaubernden Charme deines Schutzpatrons und bist im Täuschen und Überzeugen geübt. Im Täuschen würde ich jetzt nie. Also hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass er so strong ist, von seiner Persönlichkeit alleine her. Aber überzeugen schon. Du kannst in der Dunkelheit normal sehen, sowohl magisch als auch nicht magisch. Denn die Sichtweite beträgt 24 Meter. Das klingt sehr interessant schon mal. Teuflische Tatkraft. Ist das dieses, was der andere auch hatte? Du kannst falsches Leben als Zauberer des ersten Grades auf dich selbst wirken.
wann du willst, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Okay, also das wäre einfach mehr Leben, was sehr strong wäre. Du kannst nach Belieben selbst dich verkleiden. Du kannst mit dem Schatten verschmelzen. Mit dem Schatten verschmelzen. Verschwinde in Dunkelheit und werde unsichtbar, solange du stillstehst. Die Unsichtbarkeit endet, wenn du dich bewegst, angreifst, einen anderen Zauber wirkst, eine Aktion ausführst oder Schaden erleidest. Also das mit der Teufelssicht wäre schon cool. Dann kannst du im Dunkeln sehen, aber dich auch im Dunkeln verstecken. Okay, zurückgedrängter Strahl. Das gewechselt werden kann. Okay, passiv, aber es kann gewechselt werden. Wenn du eine Kreatur mit schauriger Strahl triffst, kannst du bis zu 4,5 Meter von dir wegstoßen. Okay, das wäre mit qualvoller Strahl eine Combo. Dieb der fünf Schicksale. Einmal pro lange Rast kannst du mit einem Hexenmeister-Zauberplatz Verderben wirken. Okay. Verderben zielt auf bis zu 3 Kreaturen. Sie erhalten einen Malus von 1W4 auf ihre Angriffswürfe. Würfe und Rettungswürfe. Also jeden, richtig? Okay. Ich finde, also das mit der, dass er so sneaky wird, klingt interessant. Ich glaube, das gebe ich ihm. Ich muss dann auch mal ein bisschen mehr mit den ganzen Sachen hier arbeiten dann. Auch mit den Aktionen halt einfach. Aber naja, also entweder, also Rüstung der Schatten und teuflische Tatkraft klang auch noch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht später noch mehr davon kriegen oder nicht. Aber erstmal lasse ich das. Zauber setzen. Hat er denn? Er hat Rüstung von Agathys. 5 temporäre Trefferpunkte und bewirkt 5 Kälteschaden bei jeder Kreatur, die dich mit einem Nahkampfangriff trifft. Okay. Und nekrotisch. Also ist er als Hexenmeister sowieso sehr schon auf nekrotischer Art unterwegs. Weil er hat ja auch den noch als nekrotischen Zauber. Bei Rettungswürfen, die Ziele erleiden den halben Schaden, können jedoch Reaktionen ausführen. Also, was gäbe es denn hier noch? Okay, das wären die alle. Also, ich würde ihm ansonsten noch Verwünschen geben, wenn er das dann noch irgendwann mal, also bei einem weiteren Update, Level Up. Ich glaube auch, also er ist sehr interessant für mich. Also, ich glaube, der bleibt auch im Team, genauso wie Schattenherz. Gut, er hat direkt noch ein Level Up. Okay, was 24 Leben, Zauber- und Paktvorteil. Okay, Zauber auswählen Stufe 2. Oder was halt auf Stufe 1? Blindheit. Sichtreichweite einschränken. Dolchwolke? Eine Wolke aus rotierenden Dolchen, die alle im Wirbel angreift. 10 Züge lang. Okay. Krone des Wahnsinns. Die klingen ja alle jetzt schon super interessant. Okay. Lass einen humanoiden Gegner irre werden und die nächste Kreatur außer dir angreifen. Auch wenn sie mit ihm verbündet ist. Cool. Auch sehr interessant. Dunkelheit. Boah, da mag ich ja richtig, wie es aussieht. Zeuge eine Wolke magischer Finsternis, die Kreaturen darin komplett verleiert und blendet. Kreaturen können weder in der Wolke hinein noch aus ihr heraus Fernangriff durchführen.
Schränke die periphere Sicht einer Kreatur ein, damit sie dich ansieht. Lähme einen hymenoiden Gegner. Unsichtbarkeit. Berühre eine Kreatur, um sie unsichtbar zu machen. Angreife Gegner. Was? Angriffe Gegner. Angriffe gegen sie sind im Nachteil. Eigene Angriffe sind im Vorteil. Oh, das würde halt gut sein mit unserem Schurken. Spiegelbilder. Du kannst eine Minute lang 3 illusionäre Duplikate von dir um dich. Du hast eine Minute lang 3 Duplikate um dich. Die Gegner ablenken und eine Rüstungsklasse um 3 erhöhen. Okay, sehr cool, actually. Nebelschritt. Umgeben von silbrigen Nebeltempo teleportierst du dich an einen freien Platz, den du sehen kannst. Egal wo. Wow, okay. Schwäche einen Gegner, seinen Waffenangriff, die Stärke verwenden. Unheimlichen Schaden. Stelle 3 Feuerstrahlen. Jeder Strahl bewirkt 2 bis 12 Feuerschaden. 6 bis 36 Schaden verursacht das. Boah, die sind ja super strong. 3 bis 24 Schaden. Okay. Fügt allen Kreaturen und Gegenständen in der Nähe Schaden zu. Kreaturen aus anorganischem Material wie Stein sind beim Rettungswurf im Nachteil. Oder ich gebe ihm halt Verwünschen. Warte, zustandsbedingt. Lasse deinen Angriff dem Ziel zusätzlich 1,6 nekrotischer Schaden zufügen und das Ziel beim Attribut deiner Wahl im Nachteil sein. Aber was heißt denn zusatzbedingt? Beziehungsweise was heißt zusätzlich für dann das Ziel? Also wann wird das ausgeführt? Also ich finde ja dieses entweder zerbersten oder sengender Strahl absolut strong. Aber ich würde den erstmal einfach nehmen. Obwohl den fand ich halt auch sehr crazy. Weil für 10 Züge immer 4 bis 16 Schaden zu machen, ist auch sehr strong. Okay, Paktvorteil. Wir haben andere Pakte hier. Pakt der Ketten. Du gewinnst einen Vertrauten hinzu. Einen Feengeist, der eine Form eines deiner Wahl annimmt. Es kann ein Tier, ein Teufelchen oder ein Quasit sein. Pakt der Klinge. Du kannst eine Paktwaffe beschwören oder die Waffen, die du trägst, binden, wodurch die magisch wird. Okay, Paktwaffen nutzen die Zauberwirken Attributsmodifikationen. Okay, das war ein Wort. Des Anwenders anstatt Stärke oder Geschicklichkeit. Ein Bonus oder Malus basiert auf dem Attribut, mit dem deine Klasse Zauber wirkt. Und das wäre für mich Charisma. Oder Pakt des Folianten. Dein Schutzpatron gewährt dir eine Foliante, das Buch der Schatten, der dir erlaubt, göttliche Führung, gehässiger Spott und Donnerpeitsche zu wirken. Was sind die drei denn? Das Ziel erhält einen Bonus von 1W4 auf Attributswürfe. Beleidige eine Kreatur, sodass sie beim nächsten Angriffswurf im Nachteil ist. Und ich mache 1 bis 4 physischen Schaden, dadurch, dass ich sie beleidige. Respekt an dich, jemanden physisch zu verletzen, weil du ihn beleidigst. Ich ziehe den Hut vor dir, aber das ist nicht gerade etwas, worüber man so stolz sein sollte vielleicht. Aber na gut. Und Donnerpeitsche, 1 bis 6. Zieh die Kreatur um 3 Meter zu dir heran. Ich finde, das erste oder das zweite klingt interessant. Das zweite
wurde mir schon mal gesagt, zum Beispiel, wenn irgendjemand sagt, dass wir unsere Waffen weglegen sollen, können wir durch diese Fähigkeit halt dann trotzdem noch eine Waffe bei uns haben. Weil wir legen zwar unsere Waffe ab, aber können sie halt dann beschwören, unsere Paktwaffe. Dann haben wir immer noch eine und können kämpfen. Aber Pakt der Ketten, du gewinnst einen Vertrauten hinzu, einen Feengeist, der eine Form deiner Wahl annimmt. Einfach so, dass er noch so jemanden beschwören kann, klingt, finde ich, jetzt so als die Rolle des Hexenmeisters und auch so als ja, seine Persönlichkeit, die ich bis jetzt gesehen habe, sehr interessant. Deswegen würde ich die hier nehmen. Vertrauten finden. Vertrauten finden Teufelchen. Ein Teufel, der fliegt, unsichtbar werden und Gegner stechen kann. Oder ein Quasit. Ich weiß nicht ganz, was ein Quasit ist. Und das Aussehen kann ich jetzt auch nicht gerade deuten, aber na gut. In Gestalt und Wert eines Quasiten, der unsichtbar werden kann und Gegner ängstigen kann. Okay. Schlage nach einer Kreatur, um sie zu verängstigen. Bei Zuge verängstigt. Kann sich nach bewegen, verängstigt. Kann sich nicht bewegen. Verängstigte Kreaturen sind außerdem bei Attributen sowie Angriffshöfen im Nachteil. Attributs- und Angriffshöfe im Nachteil, okay. Ja, dann klingt das so sehr cool. Oder was wäre das? Also, ich. Irgendwie so eine. So eine extra Waffe dabei zu haben, wäre auch irgendwie cool, ne? Also nicht eine extra Waffe, aber so ein Pakt mit einer Waffe. So gut, ich habe eben etwas getrunken. Binde dich an die Waffe in deiner Haupthand. Ihr Schaden wird magisch. Du kannst sie weder werfen noch fallen lassen. Und du bist im Umgang mit ihr geübt, sofern du es noch nicht warst. So kannst du eine Paktwaffe haben. Die Waffe nimmt ihren vorigen Zustand wieder an, wenn du länger als 10 Runden mehr als 1,5 Meter von ihr entfernt bist. Okay. Also, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand sagt, yo, Waffen abgeben und ich 10 Runden lang dann entfernt von ihr bin, entfernt sich die Verzauberung. Aber wenn... Ich könnte halt einfach sagen, yo, zum Beispiel, ich bin dann 5 Runden weg von ihr, dann könnte ich sagen, yo, jetzt will ich die Paktwaffe haben und dann kriege ich sie wieder einfach. Weil ich ja, das ist ja die Fähigkeit, diese Paktwaffe, diese Paktwaffe. Also, so als, also es würde für mich beides Sinn ergeben. Einmal, Pakt der Ketten und Pakt der Klinge. So, als Hexenmeister, der für Gerechtigkeit in einem gewissen Punkt steht, dass er eine Waffe hat, mit der er einen Pakt hat und dass er diese beschwören kann. Das macht Sinn für mich in meinem Kopf. Also ergibt Sinn für mich in meinem Kopf. So als Story-Element. Ich muss aber sagen, dass er halt auch Verbündete herbeirufen kann, ergibt genauso viel Sinn. Nur, ich glaube, ich nehme tatsächlich doch die Klinge, weil mit den Leuten herbeirufen ist halt auch das Problem, dann spielen wieder mehr Leute auf, also dann sind wieder mehr Leute auf dem Feld und ich glaube beim ersten Playthrough, vor allen Dingen, vielleicht sage ich das, weil ich jetzt noch nicht so vertraut bin mit dem Kampf, aber das könnte noch ein bisschen komplizierter dann werden, deswegen nehme ich erstmal diesen hier. Und ich ersetze nichts. Okay, jetzt sind wir auch endlich mit diesem Level up fertig. Das hat jetzt, weiß ich nicht, eine halbe Stunde gedauert oder so. Aber wir haben ja noch mehr Level Ups. Das ist ja das Coole. Wir können noch mehr Sachen uns angucken.
Ausgewählte Unterklasse. Uiui, warte. Ausgewählte Unterklasse Arcana Betrüger. Mehr Leben. Magischer Handschwindel. Magiehandschwindel. Wenn du eine Magiehand wirkst, ist die Geisterhand unsichtbar. Du kannst weitere Aufgaben ausführen, okay? Und wir kriegen Magiehand. Dauerhaft. Okay. Und zwei Zaubertricks und zwei Zauber und ein Zauber. Wow. Du hast ja alles erlernt einfach. Gut. Okay. Wenn er ist ein Schurke. Er ist ein Schurke, kann aber nicht in der Nacht sehen, richtig? Als Schurken Giftnebel. Da sehe ich ihn. Ich weiß halt nicht so ganz. Was halt ein Fernkampfangriff und ein Nahkampfangriff ist und so. Wirf eine Säureblase. Das klingt sogar vielleicht ja noch besser. Schockgriff. Schockgriff klingt auch interessant. Aber das klingt auch so, als ob man eh nah dran stehen muss. Und ich würde ihm halt gerne noch eine andere Möglichkeit geben, im Fernkampf zu agieren. Wenn er mal nicht an den Gegner rankommt. Verschieße eine giftige Gaswolke. Wollen wir ihm einfach zwei Giftsachen geben? Ich will halt nicht noch mehr Leuten diese nekrotische Hand geben, weil wirklich alles baut bei mir auf Nekromantie auf. Okay, dann machen wir die Säure weg, auch wenn die AOE ist. Ich hoffe einfach, dass das Ding auch AOE ist. Giftige Graswolke. Und wir geben ihm, glaube ich, den Schockgriff noch. Selber beim nächsten Angriffswurf im Vorteil. Nee, wir geben ihm das. Weil er will ja auch super oft im Vorteil sein. Das ist ja seine Sache. Dass seine Angriffe im Nahkampf nur mit Vorteilen funktionieren. Gut. Person bezaubern. Sprühende Farbe. Blende bis zu 33 Trefferpunkte Kreaturen. Blende. Das bedeutet blenden. Ist der Angriffswurf im Nachteil? Er ist bei Angriffswürfen im Nachteil. Ach so. Okay, Reichweite von Angriffen und Zaubern um 3 Metern verringert. Das klingt schon interessant, aber bis zu 33 Trefferpunkte Kreaturen, ich weiß halt nicht, wie viel das ist oder bis wie lange das halt was uns nützt. Versetze eine Kreatur vor Lachen in den Zustand liegend, ohne dass sie aufstehen kann. Die Kreatur muss einen Intelligenzwert von mindestens 5 haben. Das Ziel kann versuchen, den Effekt loszuwerden, wann immer es Schaden erleidet. Okay, wir versetzen Leute in Schlaf und... Boah, braucht der auch eine Verkleidung? Bezauber eine Humanoide, damit er dich nicht angreift. Du bist außerdem bei Charisma-Würfen im Dialog im Vorteil. Ja, das passt ja perfekt zu einem Schurken.
Gegner sind bei Rettungshilfen gegen bezauberte Personen im Vorteil. Ah, nehmen wir den auch mal. Okay, und erweitert. Hier können wir uns jetzt auch noch irgendetwas aussuchen. Zum Beispiel falsches Leben. Für extra Leben. Oder so ein heißen Messer. Oder wir geben ihm auch so eine chromatische Kugel. Aber ich finde irgendwie, ich will nicht jedem aus meinem Team die gleichen Fähigkeiten geben. Also ich hoffe, das ist verständlich. Deswegen würde ich hier tatsächlich zu diesem Eismesser tendieren. Oder magisches Geschoss. Das hat zwar auch schon jemand. Obwohl ein Schurke so viel mit Magie. Schwungszauber und Hervorrufungszauber des ersten Grades. Beides Intelligenz. Intelligenz ist jetzt nicht sein höchster Wert. Das hier wäre Geschicklichkeitsrettungswurf, aber das zählt dann ja nicht für mich. Also nur, wenn ich es ausweichen wollen würde. Aber das ist alles Intelligenz. Bei Int denke ich immer an Initiative, also falls ich das mal falsch sage. Federfall? Komm, ich gehe einfach mit dem, nicht was mir jetzt unbedingt vielleicht was bringen wird, sondern einfach was cool für die Story wäre, weil, also, dass ich einen Schurke verkleiden kann, das ist doch also... Wer dazu Nein sagen würde, der ist einfach komplett verloren. Gut, dann haben wir noch zwei Stufenaufstieg. Eieiei. Zauber. Domänenzauber. List. Okay, und Klassenmerkmale. Zauber vorbereiten. Du kannst nur jeweils eine begrenzte Auswahl an Zauber wirken. Wähle aus. Welche Zauber aus der Gesamtliste der dir bekannten Zauber vorbereitet sein sollen. Zauber müssen außerhalb von Kämpfen vorbereitet werden. Okay, also ich kann meine Zauber einfach jetzt hier gerade wechseln. Okay. Und wir haben Stufe 2 Zauber. Heile deine Verbündeten und erhöhe ihr Trefferpunkte Maximum um 5. Heile alle Verbündeten, die du sehen kannst. Wow, wow, sie ist eine kranke Heilerin. Mann, oh Mann. Beschwöre eine schwebende, geisterhafte Waffe, die deine Gegner gemeinsam mit dir angreift. Oh, das klingt alles so cool, Mann. Stille, erzeuge eine schalldichte Sphäre. Alle darin sind verstummt sowie immun gegen Schallschaden. 100 Züge lang. Okay. Humanoide können nicht bezaubert oder verängstigt werden. Oder berühre eine Kreatur, um alle Gift zu neutralisieren, die auf sie wirken und ihr Schutz vor dem Einflüssen von Gift zu gewähren. Heile eine Kreatur, die du berühren kannst, oder heile die Kreatur, die du sehen kannst. Und das ist heile ein Verbünden der Höhe ihr Trefferpunkt Maximum. So. Wow, sie ist crazy unterwegs, wirklich. Also sehr stark auch einfach. Also die mag ich
sehr, sehr, sehr gerne. Und ich muss sagen, ihn mag ich auch sehr. Also wenn Astarion würde ich noch auswechseln, wenn. Aber die anderen beiden glaube ich nicht. Und mich natürlich auch nicht. Ich weiß nicht, könnte ich mich überhaupt auswechseln? Ich weiß es nicht. Gut. 20 Leben auch endlich. Zauber halten, Klassenmerkmale, Passive halten. Da können wir nochmal was auswählen jetzt. Okay. Hier sind auch diese Level 2 Zauber jetzt. Oh, so ein Zerschmetter. Was ist das? Netz. Bedeckt einen Bereich mit dicken, brennbaren Spinnweben. Die Kreaturen darin verlangsamen und sie möglicherweise einspinnen. Einspinnen wäre, kann nicht, er kann sich nicht bewegen. Angriffswürfe gegen die betroffene Kreatur sind im Vorteil. Die eigenen Angriffswürfe der Kreatur sind im Nachteil. Außerdem ist sie bei Geschicklichkeitsrettungswürfen im Nachteil. Verleihe einer Kreatur das Attribut Dunkelsicht mit einer Reichweite von 12 Metern. Wo diese Krone mir geben? Ah, ich weiß nicht. Was ist das? Konzentriere dich, um die Gedanken mancher Kreaturen zu lesen, wenn du mit den Kreaturen redest. Aber das haben wir doch so oder so schon, oder nicht? Versiehe einen Verbündeten mit einer magischen Stärkung. Er ist bei Angriffswürfen im Vollgut. Angreifer sind bei Angriffswürfen gegen dich im Nachteil. Das macht keinen Schaden, okay? Vergrößern und verkleinern. Lass eine Kreatur größer oder kleiner werden, um ihre Waffenschaden, ihre Würfe auf Stärke und ihre Rettungswürfe zu beeinflussen. Alle Würfe, Rettungswürfe auf Stärke. Okay. Das Klopfen. Öffne ein Objekt, das mit einem weltlichen Schloss versperrt ist. Okay, da wüsste ich, dass ich da, das könnte ich ja direkt benutzen, ne? Boah, das würde gut zu so Illusionist passen, was ich ja auch mit irgendwie anstrebe. Gedanken wahrnehmen klingt aber dann auch interessant, wenn wir das auch einfach so machen können. Und dafür, dass ich mich ja sehe als so Magier, der... Also ich habe ja jetzt den Charisma-Wert bekommen, weil ich den nicht anders spielen kann, aber eigentlich sah ich mich ja so als offene Person, die Leuten hilft und mit ihrer Magie für Besseres steht, so. Und das sollte aber nicht in meinem Charisma wiedergespiegelt sein. Also das sollte jetzt, darauf sollte jetzt nicht der Fokus legen, sondern ich wollte einfach ein sehr guter Magier sein. Also so in der Art von sehr viel, was ist denn das, Intelligenz oder Weisheit oder sowas. Aber dann zum Beispiel sehr wenig Geschick oder so, dass ich sehr gut in... Also ich weiß sehr viel, aber ich bin sehr ungeschickt im Handeln oder so. Ja, aber dadurch, dass das jetzt mit dem Charisma war, würde sich ja anbieten, dass ich halt diese nette Rolle spiele und die Leute helfe. Und da wäre dann wiederum sehr cool, auch die Gedanken der anderen zu wissen. Deswegen glaube ich, wäre das doch eine gute Wahl. So, passive Klassenwert. Wir haben noch so einen von diesen Dingern. Wünsche sind bei Rettungswürfen gegen Zauber.
Die Dauer von Zuständen. Ziel von Zauber, welche Rettungswürfe erfordern sind bei Rettungswürfen ein Nachteil. Zauber, die eine Aktion kosten, stattdessen eine Bonusaktion. Du kannst auch verstummt zaubern. Ja, den. Gut, dann können wir jetzt auch endlich mal weiterspielen. Hat jetzt wirklich eine halbe Stunde oder so gedauert, glaube ich. Gut, wir haben ihn. Ihn vielleicht irgendwie ein bisschen heilen wäre schlau. Tag beenden. Tag beenden. Naja. Gut. Gehen wir wieder raus. Kann ich jetzt zum Beispiel. Okay. Lagertruhe. Oh nein, nein, warte. Kann ich das abbrechen? Mann. Ja, ich hab's doch auch gecheckt. Okay, reden wir mal mit dir. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. Okay. Dich umdrehen, um zu sehen, was seine Aufmerksamkeit erregt. You see nothing out of the ordinary. When you turn back, there's no trace of the child. Rettungswurf gescheitert. Wahrnehmung. Okay. A weird tube, I guess. Oh, I don't have any money or anything to sell. My partner does that. Okay. Was ist deine Aufgabe? I'm the guard. So don't steal anything. I'm watching you. Okay. Cute, irgendwie. Whoa, hey, can't say I've ever seen someone like you before. Wir sind so groß, ne? Kann das sein? Go on, take this ring. It's lucky. Wie viel kostet der Ring? You haven't seen anything yet, mister. Go on, take the ring and watch your fortune change. Sein Trick kopieren und den Ring verschwinden lassen mit Fingerfertigkeit. Ich kann da noch einen Bonus hinzufügen. 1d4. Ja, komm, machen wir einfach mal. 10. Jetzt kommt drauf an, was ich da noch würfel. Nee, hä? Warum würfelt das denn nicht? Huh? Okay, irgendwas habe ich falsch gemacht, I guess. Hard luck, mister. But like I said, we can change that. Watch. Ja, okay, wir nehmen den Ring. Heads or tails. Boah, eigentlich würde ich immer sagen Zahl, ne? Also mache ich das auch mal. Tails it is. Ja. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Halt, ein einziger Münzwurf beweist noch lange nichts. Nein, danke. Kann ich die anderen Waren sehen? Danke für den kostenlosen Ring. Wenn du diesen Ring magisch wäre, hätte ich es gespürt. Er ist nichts als Schrott. Oha. Wenn wir den wirklich so niedermachen.
Aber es ist, also ist wirklich einmal das zu zeigen, dass also ein Münzwurf, das beweist halt nicht. Okay, fair. Let's go again. Heads or tails, call it. Ja, Zahl, hä? We got tails. There. Happy? Wir könnten noch mal würfeln. Noch mal. Really? I mean, fine. Heads or tails? Zahl. We got tails. There. Happy? Noch mal. Mister, come on. Okay. Heads or tails? Ja, Zahl. We got tails. Ja, auf einmal hab nur noch ich recht, ne? Okay, jetzt haben wir deine Waren. That's what I got. Gut, er hat einfach einen Schweinekopf und eine halbe Sonnenmelone. Aha. Und Leuchtkappenpilze. Muschelschalen. Nee, das hier war, sieht interessant aus. Kombiniere dieses Färbemittel mit einem Ausrüstungsgegenstand, um die Farbe von Stoffen, Ledern und sogar Metall zu ändern. In Rot, weil rotes Färbemittel. Gelb, Grün, Purpur, Hell-Orange-Rot. Okay. Ich bin tatsächlich interessiert. Also, eins bitte. Achso, ja, kann ich das tauschen? Sechs, ja, tauschen. So. You bought. You suddenly feel something moving against your back and turn. Ah. Ach so, das ist also dein wahrer Beweggrund. Ganz ruhig, ich bin nicht wütend. Du hast nicht mal geschafft, mir was zu stehlen. Geh mir aus den Augen. Motive erkennen. Sie schweigen. Mustern vielleicht. Sind es nur. Was? Krokodilstränen? Okay. Also Fake-Tränen oder was? Athletisch. Ihr Theater ignorieren und sie packen. Gedanken wahrnehmen. Ihr Gedanken lesen. Erstmal Gedanken lesen. 10. Ja, komm, das schaffe ich. 17 mit 1. Geil. Gut. You see her hand in your bags and the shame in her heart. Okay. Ich habe das Gefühl, das Liebesleben ist nicht für dich. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Warum waren seine Tränen so, also so gelb? Er ist nach unten hier ins Loch. Kann das gerade nicht benutzen. Weil. Kann ich da was machen mit? Stoßen? Nee, auch nicht. Eintauchen? Kann ich die Waffe da rein? Nein, okay. Na gut, dann. Okay, da beschweren sich schon wieder Leute. Tatsächlich gab es hier hinten doch noch irgendwo einen Shop hier, glaube ich, oder so, ne? Warte mal, wo soll die Person denn hin sein? Naja. Wo ist das alles?
Idee, wie auch immer man da hinkommen soll. Aber da, okay, da geht es wahrscheinlich dann weiter, wenn wir hier lang gehen können. Dann geht es hier so weiter und hier überall. Okay, aber das ist dann ja erst später verfügbar. Und da soll es reingehen, okay. Ja gut, dann will ich tatsächlich nochmal im... Was war das? Musste man dafür ins Lager oder... Oh, man kann so alle sich anzeigen lassen. Das ist... Okay, Doppelklick darauf ist sehr, sehr hilfreich. Okay, damit bin ich nicht geübt. Wann geht das immer weg? Ich weiß nicht. Das geht genauso viel. Und ja, das sieht doch geil aus. Was ist das hier? Aber warte, sehr selten. Ja, also was für eine Färbung ist das? Ist das blau? Aber die rote Robe, die gefällt mir viel mehr. Ich bin ja aber auch so ein Fanboy für Rot, ne? So, Rot, Gold. Boah, also so, was ist das? Lila, Weiß und Gold ist eine sehr geile Kombo zum Beispiel. Aber ansonsten bin ich halt sehr so Rot-Fanboy tatsächlich. Gut, dann gucken wir doch mal hier, was die sagen. Let my daughter go right now. She's a thief, Hellspawn, and you will wait for Corga's judgment. Now get back. Oh, let me through, Ragrisham, or I'll rip your damn throat out. We could help each other, fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. We could have taken those guards. I'd rather you not get eaten by a bear. Try Grayson Park. We need to get Arabella out, now! You heard the guards. They're waiting on Corga to give word. I'd sooner trek through the Nine Hells than trust that snake! Ugh. Okay. Warum haben die Druiden eure Tochter? Oder ihr müsst vorsichtiger sein. Dieser Bär hätte euch in Stücke gerissen. Ja, okay, warum? Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. Ja, aber warum braucht ihr das? I wish the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. Warum sehe ich meine Brust? Hä? Ach so, weil man sollte sie sehen, glaube ich, oder? Ihr habt eine Menge Arbeit vor euch. Sie ist noch ein Kind. Ihr habt recht, es ist eure Schuld. Oder die müssen bestraft werden, so ist das. Okay, sie ist noch ein Kind. Thank you. They won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Okay. Oh, she must be terrified. We're not leaving till it's safe. Wow, 20 Stimmen gleichzeitig zu hören. Okay, sprechen wir mit denen. Aber bevor wir das tun, will ich ihm kurz eine Pause einlegen wollen. Aber auch nicht lange. Nicht bis 19.40 Uhr. Hier steht das noch falsch. Pause. Wir nehmen mal 17 Uhr. Ja, das ist nur eben so. Das passt. Gut, dann bis tatsächlich bis gleich.
So, es hat etwas länger gedauert. Aber ich bin wieder da. So, dann reden wir mal mit denen. Come, Magrin. Give him a chance. Ja, wirklich. Get back. Ohne mich hätte euch inzwischen die Goblins überrannt. Ich gehe, wohin ich will. Warum, was ist denn hier unten? Ich will keinen Ärger. Kann ich nicht einfach passieren? Ignorieren. Nee, ich frag mal. It's forbidden to outsiders. Korgas orders. No, and you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Warte mal, woher wusste er jetzt, dass die mich sehen wollen? Oder halt der eine mich sehen will. Ah, my grizzled friend. What can you tell me about this place? Yes, I see. And is that her with two eyes or one? Okay. Ah, my good friend. You were at the gate. Wir kennen uns nicht. When the goblins came, you saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Nun von mir aus fragt und dein Desinteresse kennt keine Grenzen. Ich habe keine Zeit für... und meine Desinteresse kennt keine Grenzen. Nee, okay, er darf fragen. Glory. Now then. How would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Okay. Gewöhnliche Goblins von Paichan angeführt und von Bujags bankiert. Sie waren wie alle Goblins niederträchtig und böse. Eine genaue Beschreibung liefern Goblins kaum eher verwandelte Devas. Okay. Goblins were of a rare gem-colored hue and wielded magic blowguns. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Ein Drache, da war keiner. Messing, daran besteht kein Zweifel. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Was wollt ihr genau? Messing und Silberdrachen würden lieber Millionen Tode sterben, als mir Goblins zu paktieren. Ich habe Drachenblut in den Adern. Wäre einer meiner Ahnen dort gewesen. Wäre einer meiner Ahnen dort gewesen, was? Witnesses noticed red dragon marching at rear. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Ja. Sie riefen den Namen wie ein Kriegsschrei. Glaube nicht, ich war zu sehr aufs Überleben konzentriert. Haben sie das gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich sag mal, ich war zu sehr konzentriert aufs Überleben. Really? Well, this
does complicate things. But then again, well, never mind. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god, Maglaviat, in favor of someone called the Absolute. The scandal! Okay. Aber Glaube der Goblins, Pergament und Tinte nicht wert? Oder deine Zunge hüten? Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Gukliak would come to some use. Vorsicht, Goblins sind nicht für ihr Mitleid bekannt. Wartet. Warum habt ihr vorhin einen Drachen erwähnt? Was führt euch überhaupt so tief in die Wildnis? Warum der Drache? My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Auch etwas suspekt, der liebe Typ. Kann man mit ihm handeln? Okay, warte mal, wieso haben die denn hier... kann ich das so wieder runterziehen irgendwie? Ah, so. Okay. Gut, ich soll jetzt... Oh, Schwein. Ich soll jetzt hier rein, richtig? Sprechen wir nochmal mit dem. Fand sehr komisch, wie der Typ gerade einmal so seine Animation einfach gestoppt hat. Was habt ihr zu diesem Vogel gesagt? Ich suche einen Heiler. Könnt ihr mir die Richtung weisen? Ich sehe nicht so aus, als ihr seht nicht so aus, als würdet ihr am Ritual teilnehmen. Helft ihr dabei, das Ritual vorzubereiten? Sucht tatsächlich einen Heiler. Find Letty in her room. Through the carved door, deeper in the grove. The ritual is Corga's decision, but she is not our leader. Master Halsin welcomed the refugees in. I wait for him to resolve this. Hold your tongue. The bird knows. She needs to know. You do not. Haben wir sie überzeugt? Uns ist doch zu sagen, weil wir die ja gerettet haben und wir keine Feinde sind. I... Forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Corga every day. They are afraid and she offers a simple solution. Eject the refugees and we will be safe. Mhm. Aber also sie könnten uns auch helfen und außerdem, sie suchen ja auch einfach nur Zuflucht, also Ihr habt mir immer noch nicht gesagt, was ihr mit diesem Vogel macht. It searches for news of Master Halsin. Only he can set this right. If he is gone, well, pray that he is not. So, was mit dir? Warum pennst du da? Ein Fisch neben den Aufzug werfen. Mit Tieren umgehen. Den Fisch anpusten? Boah.
10. Oh, lol, man kann Würfelfarbe ändern. Okay. warte mal, kann ich nicht mehr zurück? Okay. Wenn ich das ausgewählt habe, dann muss ich das auch auswählen. Oh mein Gott, zum Glück habe ich das geschafft. Das wäre nämlich nicht das, was ich gewählt hätte. Ich hätte einfach nur gerne gesehen, wie das Schwierigkeitslevel da ist. Ah, okay, und es steht auch. Okay. Gut, dann kommen wir auch hier hoch. Okay. Ist sehr komisch umgefallen, aber ich glaube, er hat sich einfach nur hingelegt. Gut. Dann... Ja, mit dem können wir eh nicht reden. Dann mal ab zur Steintür. Warum geht meine Kamera immer wieder weiter runter? Smaragdheim. Have you lost your senses, Koga? Release her. She stole the idol of Sylvanas. She must pay the price. We will imprison the thief under guard of my serpent. When we cast out the rest, she may join them. Let the devil be an example. We will tolerate outlanders no longer. The grove will be. Ooh. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a. A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Mhm. Eben. Gift. Was hat das mit dem Mädchen wirklich was hat das Mädchen wirklich verbrochen? Einsperren. Sie ist noch ein Kind. Nichts tun. Oder eine der Wächter meinte, ihr wollt mich sehen. Hier bin ich. Okay. Also sie ist halt noch ein Kind. Also, ne? She's a parasite. She eats our food, drinks our water. Then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely. Do it. Angriffsbereit machen und schweigen. Natur, schätze Druiden mit Harmonie. Das Mädchen einzusperren stört das Gleichgewicht. Oha, Digga. Er kennt sich direkt mit Druiden und alles aus. Und, lasst sie frei. Ich sorge dafür, dass sie keinen Ärger macht. Oder ihre Gedanken lesen. Weisheit. Natur ist Intelligenz. Also ich würde halt wirklich sagen, dass wir das Kind halt in Schutz nehmen. Gedankenlesen klingt auch interessant. Aber sie hasst sie ja einfach. Also so viel können wir uns ja auch denken. Deswegen bitte lasst das Kind doch frei. Wir werden sie schon... Oh, Natural 20. Nice. Okay. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, sif, Teela to me. Sif, sif. Out, thief. Gale ist auch einfach schon. Has its limits. It hurts. Was? Was? Thank you, Korga. Master Halsin. Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. Okay, sehr suspekt hier. Also sehr suspekt. Rette. Boah, ey, hier komme ich nicht mehr durch. Okay. Wir konnten aber retten, die sofort zu ihren Eltern rannte. Okay.
Kann man hier auch... Warte mal, Smaragdhain. Okay. Ah, Volksheld, okay. Und sie ist eine Akolytin. This will all be over. The ritual's almost finished. Oh, warte, sie will reden. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Yeah. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Mm-hmm. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Okay. Wie sehr tut es weh? Seid ihr sicher, dass es nicht mit den Larven zusammenhängt und den dich anderen Dingen zuwenden? Nee, wie tut es weh? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Mhm. Okay, hängt es nicht mit den Larven zusammen? Positive. You can trust me on that. Okay. Gut. Ich will über all das reden, was uns widerfahren ist. Wir sollten jetzt getrennte Wege gehen. Ach, okay, ich könnte ihr jetzt sagen, weil sie das erst nicht sagen wollte, könnte ich jetzt einfach sagen, ja, okay, gut, dann gehen wir in getrennte Wege. Aber nee. What's on your mind? Was habt ihr vor, wenn wir die Larve tatsächlich losgeworden sind? Oder wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Nee, das erste. I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Nichts gegen eure Gesellschaft, versteht sich. Okay, also sie sind schon mal nicht mehr abgeneigt von uns. Das ist doch schon mal etwas. Dann könnte man ja vielleicht sogar tatsächlich ein Team werden. Ja, wir sollten zusammenbleiben. Perhaps. Perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Aber wir sind dann ja schon ein Team. As soon as possible. Also, falls wir es schaffen sollten. Ein Angehöriger, ein Freund, euer Herzblatt. Oder scheint persönlich zu sein. Ich bohre nicht nach, wenn ihr nicht darüber reden wollt. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Okay. Not something for light conversation. Oh, light conversation, okay. Gut, dann... gehen. Und nicht nur hier hingehen, also nicht nur weg von ihr gehen, sondern auch nach oben gehen, weil hier war ja dann jetzt irgendwo warte mal, sie ist zurückgegangen, aber wohin ist zurück? Also, warte mal, hier. Kehr zu den Eltern zurück. Kann ich? Okay, das ist... Ah, okay, dann, wenn ich auf der gleichen Map bin, dann wird mir das auch direkt angezeigt. Okay, gut, dann, wo waren die? Hier irgendwo, ne? Nee. Ja, okay. Gut, sprechen wir mal die Mutter an. Ever scare me like that again? And I'll feed you to a gnoll. I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Toy. Don't know what we done without her. Oh man. Ich hoffe, wir sehen uns unter besseren Umständen wieder. Ich habe eure Tochter gerettet. Habt ihr nicht mehr als nur Dank für mich? Das hätte böse enden können. Behalte sie ab jetzt im Auge. Behalte deinen Langfinger ab jetzt bei dir. Klar, Arabella.
Ja, besseren Umständen. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Volksheld, Schlangenflüsterer. Willen ist inspiriert. Eine Inspiration erhalten, 25 XP. Okay, und wir haben eine Quest abgeschlossen. Arabella ist sicher, ihre Eltern sind für uns eingreifen dankbar. Für unser Eingreifen, also unser Eingreifen. Okay, ja. Und wir haben ein Medaillon bekommen. Komiras Medaillon gewährt dem Träger die Fähigkeit, tanzendes Licht zu wirken. Okay. Defender of the people. Keep your distance, darling. Wem geben wir das denn? Warte mal, wo ist denn das überhaupt? Haben wir das hier schon irgendwo? Nehmen wir an und dann gucken wir doch mal. Da ist das. Wer sollte das denn können? Astralien oder Will? Ich glaube Will nicht, weil er kann eh in der Dunkelheit sehen. Gut. Gut. Jetzt geht die Kamera wieder runter. Es ist auch komisch. Also Kamera verwirrt mich noch etwas, aber ja. Okay. Was? Wegen dem Schlamm? Nein. I suppose you've noticed I'm not terribly fond of wolves. They're ravenous predators with fangs like daggers. Ja. It's hardly an irrational fear to harbor. You've been decent to me so far. Maybe okay. If you can, don't make me face any more of them. At least, not alone. Okay, ich werde in Zukunft versuchen, Wölfe aus dem Weg zu gehen. Jeder hat seine Angst, ich werde die eure nicht beurteilen. Wir können uns schwerlich erlauben, Schwächen zu zeigen. Hoffentlich wird das nicht zum Problem. Wölfe, wirklich? Das sind doch nur große Hunde, nicht schlecht, mit schlechten Manieren. Nein, ich akzeptiere das. Really? Some might think it makes me a liability. Maybe that's what I like about you. You're different. Okay. Wir sollten jetzt getrennte Wege gehen. Nee, wir können, oder? Hat sie da neue Sachen? What's on your mind? Okay, wie bewähre ich mich? I must admit, you've been a surprise. Ja? And not an unpleasant one. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? Ja. Gut, okay. Dann, Wölfe? Warte mal, wo ist denn der Wolf hin jetzt? Aber sie hat Angst vor Wölfen. Begleiter, die Tochter der Dunkelheit. Schatten hat uns einen Einblick in ihre Furcht vor Wölfen gegeben. Okay. Okay. Dann, hier hinten ist irgendetwas. Richtig? Nettie. Ah, hier ist Nettie. Okay. Ja, dann sprechen wir erstmal mit Nettie. I have something to ask. I see you. Just give me a moment. Ja, kein Problem. Ich bin doch wichtiger als ein Vogel. Nein, hä, warte. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Ich suche Nettie. Das ist Nettie. Aber okay, wir wissen das ja wahrscheinlich noch nicht. Ich brauche Hilfe sofort. Heilen Sie. Sieht aus, als hätte ich... Achso, Heilung. Sieht aus, als hätte ich die richtige Person aufgesucht. Ja. I do what I can. For most folks, that's enough.
Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Naja, so in meinem Auge ist, mir ist was ins Auge geflogen, sagen wir es mal so. Ich sage es noch, ich sage es mal schonungslos, ich, habe eine Larve im Kopf, mehr als müde, mir ist etwas ins Auge gekrochen, ja, ich bin tatsächlich sehr müde. Ja, yeah, sagen wir hauen es noch nicht raus. Some sort of bug? Or... Wait, did it look like a tadpole? But from your worst nightmare? Ja. All slime, teeth and tentacles. Schleimig jetzt sogar gar nicht so, ne? Aber Zähne und Tentakeln? Ja, beides. Ihr kennt die? Könnt ihr mir helfen? Gibt es denn noch andere? Mir ist ja kein Frosch ins Auge gehüpft. Wisst ihr was? Ist egal. Ich hole mir anderswo Hilfe. Nein, das erst. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Okay. We need to be quick. This way. Also wenn sie uns hilft, dann hat der schon mal. Okay, einfach Geheimgang. Dann hat die Barbarin da ja schon mal gelogen. Also ja nicht. Ja, okay, sie ist aber auch halt einfach sehr ignorant, ne? Also ich denke sie hat attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Die ist rausgekrabbelt, okay. Der Drow und ich haben den gleichen Parasiten, Fragezeichen. Ich hoffe auf eine weniger tödliche Heilung. Also habt ihr ihn getötet und auf den Tisch gelegt? Ist denn jeder hier von Gedankenschindern besessen? Dachte nicht, dass das so verbreitet ist. Ja, okay, das ist halt verbreitet hier, weil hier ist halt das Schiff runtergefallen, ne? Also, ich hoffe auf eine weniger tödliche Heilung. Okay. Du stichst mir jetzt nicht mehr in den Augen aus, oder? I'll do the best I can. I'm no Master Halson, mind. He'd have your tadpole out like that. Still, we have options. You don't have to be here for this. Please, don't mind me. I'll just watch. All right. Hä? Let's see what we can do. Warum spricht sie spezifisch zu ihm? Okay, danke, ich nehme jede Hilfe an. Was ist das für eine Pflanze? Wird sie helfen? Bald euch, halt mich, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich wäre curious, actually. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Ja, ich kann den Verstand von anderen die Gedanken lesen. Ich kann meinen Verstand mit den von anderen Infizierten verbinden. Ich bin von einem Schiff im Himmel gefallen, aber etwas hat mich aufgefangen und mir das Leben gerettet. Das stimmt auch. Intellektverschlinger hat mit mir gesprochen, als wären ich seinesgleichen. Nein, nichts Seltsames. Ich will nur das Ding aus meinem Kopf verschwinden. Tatsächlich am meisten ist ja bisher passiert, dass das erste, dass wir mit dem Verstand von anderen Infizierten uns verbinden können. Victims can identify each other. Not that the others know their victims, of course. How do you pick up the parasite? Halson was desperate to find where all this was happening. Auf dem Gedankenschinder Schiff, ich wurde entführt und infiziert. Ich weiß es nicht, ich bin einfach damit aufgewacht. Ihr stellt aber viele Fragen. Oder wollt ihr mich nun heilen oder nicht? Mann, warum ist... Also, die unteren Antworten sind immer so... Na, so sassy. But Master Halson was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. Okay. You're dangerous. Ja, das weiß ich. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. Ja. This is a vial of wyvern poison.
Okay. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Ich soll mich umbringen, wenn ich nochmal Symptome habe. Außerdem, hier stehen 4 Leute mit so einem Wurm im Kopf. Also, und in meinem Lager sind noch mehr. Also, ich weiß ja nicht. Ich dachte, ihr könnt mich heilen. Was ist mit diesem Zweig? Ich schwöre es, also gut, her damit. Nein, ich nehme kein Gift von einer Frau, der ich nicht trauen kann. Okay, ich dachte, ihr könnt mich heilen. Was ist mit dem Zweig? Coated in a fatal toxin. It was a last resort. In case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you. But I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Ja, okay. Now, verständlich. Do I have your word or not? Ja, und sie war offen mit uns. Gut, aber wenn sie offen mit uns ist, dann... I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Mm-hmm. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halson and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hell was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Ja. Also, naja, so außer unsere komischen Symptome, ne? Aber, na gut. Was meint ihr, welche Veränderungen zu warten sind? Ihr müsst doch irgendwas erfahren haben, als ihr sie studiert habt. Sagt mir einfach, ob es eine Rettung gibt oder nicht. Stimmt, sie müssten ja eigentlich was erfahren hätten haben können, tun, taten, ne? For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from Mind Flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. Mhm. And it doesn't turn you into one of them. Not yet. Deswegen konnten wir auch schweben. Okay. Es ist also nur eine Frage der Zeit. Ist das eine gute Nachricht oder ihr sagtet, ihr verfolgt noch andere Opfer? Haben die sich verwandelt? Ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Ist es ja eigentlich klar, oder nicht? Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna, and I've no idea why. When Master Halson heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Okay. Was wollt ihr, dass ich tue? Dann geht doch und holt ihn, oder ihr meint, er lebt noch? The thing is, I've sent birds to find him. But the place is rotten with goblins. Okay. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halson and get him out of there, we can discover what he learned. Okay. And perhaps he can save your life. Ja, verstehe. How's that sound? Ja. Mir scheint, ihr stellt alle möglichen Thesen auf, die mich umbringen könnten. Seid ihr sicher, dass er mich heilen kann oder klingt nach Selbstmord? Nein, ich mach das. Also klang ja auch theoretisch logisch. To me. I wish I could tell you more, but only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Saluna and Master Halson didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Ja, okay. Wyvern-Gift. Never tried it, and I hope to keep it that way. There's something in that vessel. Take a closer look. There's something in the vessel? Oh.
Nein, du... Naja, dann nehmen wir das mit. Passiert, passiert. Ja, räumen wir mal hier aus, oder? Oh, Ehemut. Ja, die Bücher, die wird schon niemand vermissen, oder? Nehmen wir hier einfach nur ein, zwei und dann und noch ein paar Schriftrollen und dann ist ja auch schon fertig. Was? Was da? Achso, das hätte man eigentlich gar nicht gesehen, okay. Rezept freigeschaltet, okay. Gut. Ach, sind die eigentlich versteckt, oder wie? Alchemie, allgemeines Tutorial. Uiuiui, schon wieder eins. Mit Alchemie kannst du deine eigenen Tränke, Gifte und Elixiere herstellen. Sammle Zutaten, destilliere sie zu Extrakten und experimentiere, um damit wundersame Lösungen zu brauen. Okay. Dann. Ja. Da zweimal das gleiche Buch. Ich weiß nicht, warum ich diese Bücher mitnehme, ja? Also. Ich nehme sie einfach mit. Ich schätze mal, da ist Story und Lore drin. Open up. Brief des Doros. Spürt den Druiden auf, findet seinen Unterschlupf und meldet euch bei mir. Denkt dran, ihr seid nur ein Speer. Greift nicht ein, tötet niemanden. Beobachtet einfach und kehrt dann zurück. Ich werde entscheiden, was wir dann unternehmen. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal hier hin. Und nehmen uns die mit. Und Alchemie? Warte mal. Alchemiebeutel. Schlichtes Gift. Okay. Salze. Wehemut. Tränke, Elixiere. Resistenz gegen Feuer, okay. Könnte man machen. Öl der Präzision. Okay. Aber nee, ich glaube, das ist erstmal noch nichts für uns. Was ist denn mit dem... Oh, lol. Hier so ein richtiges. The bird's eyes are glassy. It's breathing weak. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sprechen mit. Oh, warte, was ist hier noch? Okay, hier können wir noch mehr looten und leveln. Wir sprechen mit Kaga. Aber. Boah. Cool. Aber tatsächlich nicht mehr heute.